Der Ablauf, es wird zwei kurze Eingangsstatements geben, der beiden Referenten, dann eine kleine Runde hier auf dem Podium und dann freuen wir uns auf Ihre Beiträge. Und anfangen wird hier zu meiner Rechten Jörn Schulz. Jörn Schulz hat Geschichte und Politik des Nahen Ostens schwerpunktmäßig studiert und ist seit 2001 Auslandsredakteur der Berliner Wochenzeitung Jungle World, die hier draußen auch ausliegt, kostenlos zu mitnehmen. Denke, die Zeitung, die sich gerade Auslandsteil und gerade auch mit der Berichterstattung über Nahost ja einfach sehr hervorhebt in der deutschen Medienlandschaft. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, auch online. Die nächste Ausgabe wird morgen kommen zum Thema Libyen, wenn ich richtig informiert bin. Und wie gesagt, können Sie morgen einfach mal reinschauen. Und ja, dann würde ich jetzt auch hier schon gerne das Wort geben. Das glaube ich. Gut. Also die Frage, die, denke ich, die Menschen in im Iran, aber auch hier und sonst wo in der Welt am meisten beschäftigt, ist natürlich die Frage, gibt es einen Krieg, also einen Krieg im Persischen Golf, einen Krieg mit dem Iran. Wer sich jetzt schon ein bisschen länger befasst hat mit der Politik in der Region, wird natürlich schon häufiger diese Warnung gehört haben. Also seit 2003, seit öffentlich über das iranische Atomprogramm gestritten wird, ist eigentlich immer mal wieder die Rede davon, dass jetzt unmittelbar ein israelischer Angriff, ein amerikanischer Angriff der beides bevorsteht. Passiert ist bis jetzt nichts. Und wenn man noch länger zurückdenkt, muss man natürlich auch sagen, hier amerikanischer Präsident seit der iranischen Revolution 1979 hat irgendwann mal den Satz All Options on the Table, also alle Maßnahmen gehalten und sich vor, einschließlich kriegerischer, irgendwann einmal gesagt. Dennoch denke ich, muss man sagen, dass die Kriegserfahrung größer wird. Einmal einfach deshalb, weil je näher der Iran die Atombombe kommt, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Der zweite Punkt, das ist eine relativ neue Entwicklung, ist die wachsende Aggressivität des iranischen Regimes, die sich einmal äußert in sozusagen noch offensiveren Drohungen, als man sie in früheren Zeiten gehört hat, dass beispielsweise die Drohung, die Sperrung der Straße von Hormus auch als Antwort auf zivile Maßnahmen, also auf weitere Sanktionen angedroht wird. Es wird im Iran mittlerweile auch offen über einen Präventivschlag gegen Israel diskutiert. Ein zweites Zeichen ist die wachsende Zahl vereitelter und zum Teil auch geglückter terroristischer Anschläge. Das wird Kollege Markus mir zu sagen. Man muss hier erstmal feststellen, eigentlich handelt das iranische Regime momentan aus einer Position der Schwäche. Aber gerade deshalb könnte es zumindest so sein, dass die Machthaber im Iran sich überlegen, den Zeitpunkt einer Konfrontation, die sowieso eigentlich vermeintlich ist, selber zu wählen. Wir müssen natürlich zunächst mal sehen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun. Es ist eben nicht so, dass die Diktatoren im Iran jetzt Leute sind, die einfach nur daran interessiert sind, ihr Schweizer Bankkonto zu füllen, solange es geht. Und wenn die Einschläge zu nahe kommen, dann packt man schnell seine Goldbarren und verschwindet im Präsidentenjet, so wie es Ben Ali gemacht hat. Damit kann man mit dem Iran nicht rechnen. Wir haben es hier zu tun mit einem hochideologisierten Regime, das sehr ehrgeizige politische Ziele verfolgt. Wir haben es zu tun mit einem Regime, das dem sogenannten Revolutionsexport, also der Verbreitung seiner Ideologie, seines politischen Modells in der Region, in der gesamten Welt, sogar Verfassungen angegeben hat. Und das seinem Selbstbild nach eine potenziell führende Macht der islamischen Welt, ja sogar eigentlich eine neue Weltmacht sein soll. Das heißt, wenn man also jetzt Meldungen liest über Holocaust-Leugnung, über Vernichtungsdrohungen gegen Israel oder über den alltäglichen Tugendterror im Iran, dann muss man immer bedenken, dass es sich hier nicht einzelne Spinnereien und übereifriger geistlicher Halt handelt, sondern tatsächlich um etwas, was zu den Existenzbedingungen eines solchen Regimes gehört. Also die können tatsächlich nicht anders. Wir stehen momentan vor einer Situation, wo der Iran nach einigen Erfolgen, also nach Jahren, wo man durchaus einen Einfluss hat nehmen können auf die Entwicklung in der Region, über die Hezbollah im Libanon, aber auch im Irak, über bestimmte Verbündete, zum Teil auch in Afghanistan, mittlerweile in einer Krise angekommen ist, die schon, denke ich, als existenziell bezeichnet werden muss.
und die auch einhergeht mit einer Machtverschiebung innerhalb des iranischen Regimes. Also wir haben es zum einen zu tun mit einer ökonomischen Krise, die verschärft wird durch die Sanktionen, die jetzt seit einigen Monaten eigentlich, muss man sagen, erstmals wirklich ernsthaft betrieben werden, sodass sie auch eine ökonomische Wirkung zeigen. Beispielsweise den Verfall der iranischen Währung, wachsende Inflation. Das muss man natürlich immer in Verbindung sehen mit den ökonomischen Schwierigkeiten, die sich das Regime selbst bereitet hat, also mit der sehr stark passierenden Korruption, mit der Misswirtschaft, die verschiedene, sagen wir mal, staatskapitalistische Fraktionen innerhalb des Regimes betreiben, die sich beispielsweise über die Privatisierung bereichern, da ihre jeweiligen Klientelgruppen versuchen zu bevorzugen, damit aber wiederum in Konflikt geraten mit anderen Klientelgruppen, die auch zum Regime gehören, sodass wir es also mit wachsenden internen Streitigkeiten auch innerhalb des iranischen Regimes zu tun haben. Insgesamt kann man aber feststellen, dass seit dem Amtsantritt, spätestens seit dem Amtsantritt von Ahmadinejad, wir einen Aufstieg einer Militärbourgeoisie Das heißt, in erster Linie sind es die Revolutionsrechtler, die nicht einfach nur eine zweite Armee neben der regulären Armee sind, sondern auch eine Wirtschaftsmacht. Wie immer in solchen Fällen gibt es also nur sehr grobe Schätzungen darüber, wie groß diese Wirtschaftsmacht ist. Aber den Revolutionsrechtlern gehören also von Hühnerfarmen über Computerfabriken bis zu Ölanlagen, über den Tag sehr viel. Das führt natürlich logischerweise zu Konflikten mit anderen Gruppen innerhalb des Regimes, die auch von den herrschenden Verhältnissen profitieren wollen, beispielsweise mit den Stiftungen Hoher Geistlicher. So dass man sagen kann, der Kreis der Mächtigen wird eigentlich immer enger. Wenn man sich die Entwicklung seit 1979 anguckt, hat man zunächst mal die Leute ausgeschaltet, die gemeinsam mit den Islamisten die Revolution gemacht haben, also Liberale und Linke. Dann sind jetzt vor einigen Jahren mittlerweile eigentlich endgültig die Reformer ausgeschaltet worden, die sogenannten Reformer muss man vielleicht sagen, weil viele von denen abkehren vom Islamismus sehr fraglich ist, wie weit er dann gehen soll. Also auch diese Leute haben mittlerweile keine Chance mehr in der öffentlichen Politik mitzumischen. Mittlerweile streiten sich aber auch Khamenei und Ahmadinejad, also auch die Fraktionen, die noch übrig geblieben sind, kriegen sich untereinander in die Wolle. Es gibt mittlerweile die Vorstellung, dass man vielleicht auf den Präsidenten ganz verzichten kann. Und da sind natürlich wieder andere Leute nicht einverstanden. Und ja, das Ganze ist noch im Zusammenhang damit zu sehen, dass innerhalb eines ökonomischen hochideologisierten Regimes auch eine Fraktion von Apokalyptikern wachsenden Einfluss genommen hat. Apokalyptiker, um das mal ganz kurz anzuweisen, es handelt sich um Leute, die in der Erwartung leben, dass sehr schnell der Mahdi, also der Erlöser, auf Erden erscheinen kann. Die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse, wenn es stattfindet, wir Guten sind quasi nicht da. Bösen sind vor allem Amerikaner und Israelis. Und besonders brisant wird diese Vorstellung, wenn sie damit verbunden wird, dass man auch etwas zur Beschleunigung der Ankunft des Erlösers tun kann. Also zum Beispiel den Israel führen wäre eine Möglichkeit. Und wenn man bedenkt, dass immerhin der Präsident, Ahmadinejad selber, eine ernsthafte These vertreten hat, die Amerikaner hätten den Irakkrieg geführt, um die Ankunft des Mahdi zu verzögern, dann muss man schon davon ausgehen, dass solche Anschauungen zumindest einen Einfluss auf wichtige Leute im Regime haben. Gleichzeitig, also wenn diese Leute sich untereinander immer mehr in der Rolle haben, wird auch immer klarer, wie groß die Ablehnung dieses Regimes in der Bevölkerung ist. Die Proteste im Jahr 2009 nach den Wahlen haben das, denke ich, eindeutig gezeigt. Ja, das heißt, es wird eigentlich für diese Leute immer enger. Und was an einem neuen Faktoren auch noch hinzugekommen ist, ist etwas, was zwar in der iranischen Propaganda jetzt aber noch gerne als islamisches Erwachen bezeichnet wird, nämlich die Revolten in der arabischen Welt, was aber meiner Ansicht nach für die iranischen Islamisten eher so etwas wie ein ideologischer Stalingrad gewesen ist. Nämlich die Abwendung der sunnitischen Islamisten, der Muslimbruderschaft nach der, und tendenziell sogar der Hamas vom Iran. Also alle die Muslimbruderschaft sagt, also in aller Deutlichkeit, die ägyptische Linken Iran wollen wir nichts, auch gar nichts zu tun haben. Ja, und selbst die Hamas, die ja lange Zeit verbündet war, scheint sich vom Iran abzuwenden. Wichtige Verbündete sind geschwächt, syrische Regime, wichtigster Verbündete in der Region steht, wie ich hoffe, kurz vor dem Fall, weil das nicht lange so dauern wird. Die Hezbollah hat stark an Popularität verloren, hat mein Kollege Markus, denke ich, auch
darauf eingehen. Und was auch, denke ich, recht wichtig ist, die Arabische Liga, worunter man gegenwärtig vor allem zu verstehen hat, die Golfmonarchien haben einen Einfluss in der Weltpolitik und in der regionalen Politik gewonnen. Auch das kommt ja, dem iranischen Regime nicht gerade gelegen. Das heißt, man muss befürchten, dass eben der Aufstieg der Militärbourgeoisie in Verbindung mit der wachsenden Isolation des Regimes die Neigung zu einem außenpolitischen Abenteuertum steigert und damit natürlich auch die These. Wenn man sich jetzt anschaut, was für Optionen hat eigentlich das iranische Regime überhaupt noch, dann ist es eigentlich nur noch die Konfessionalisierung der arabischen Revolten, also zu versuchen, die Schiiten in Stellung zu bringen gegen die Golfmonarchien beispielsweise. Aber eben auch, und das denke ich, trägt schon zur Kriegsgefahr bei, der Versuch, über eine Konfrontation mit den USA oder mit Israel die Solidarisierung vielleicht doch noch erzwingen zu können, die man so nicht ohne weiteres bekommen kann. Ob das klappen wird, sei mal dahingestellt, ich denke, das ist aber zumindest eine Überlegung, die aus der Sicht des iranischen Regimes naheliegend ist. Möglicherweise hofft man sogar noch innenpolitisch wieder gewinnen zu können, da würde ich sehr große Zweifel anmelden. Ich denke, die meisten Iraner würden eher sagen, jetzt brocken uns die Leute auch noch im Krieg ein, ich denke, da würde es nichts nutzen. Dennoch kann man auch gar nicht genau wissen, wie die Kalkulationen der Machthaber tatsächlich sind. Was ihnen, denke ich, da auch in den Sinn kommt, ist die Tatsache, dass die Amerikaner sehr kriegsmüde sind, und zwar nicht keineswegs nur die Demokraten, sondern fast eher, würde ich sagen, auch die Republikaner. Und also eine Außenpolitik, wie sie Bush gemacht hat, im Moment da überhaupt nicht angesagt ist. Das heißt, man könnte eventuell damit rechnen, dass die Reaktion auf eine Provokation vielleicht gar nicht so scharf ausfällt. Schaut man sich von der anderen Seite an, wie groß die Kriegswahrscheinlichkeit ist, muss man eigentlich sagen, dass das, was Israel immer gefordert hat, nämlich dass sich die internationale Gemeinschaft, die so genannt hat, also die UNO, die europäischen Staaten, die USA, dass die sich gefälligst des iranischen Atomprogramms annehmen sollen, dass das ja endlich in den letzten Monaten passiert ist. Das heißt also, auf der einen Seite hat man einen Wandel in der IAEA, der Atomenergiebehörde, die unter Baradei ja sehr, sagen wir mal, iranfreundlich war, jetzt durchaus etwas schärfer auch gegen das iranische Atomprogramm vorgeht. Mit den Sanktionen wird nun ernst gemacht. Insofern muss man eigentlich für Israel fragen, warum sollen sie eigentlich gerade jetzt den Krieg führen, den sie in den letzten 10 Jahren nicht geführt hat. Ich denke, der einzige Grund könnte sein, da kommen wir an einen Punkt, wo es einfach auch die Informationen fehlen, dass das iranische Atomprogramm möglicherweise einen Status der Unangreifbarkeit erlangen könnte. Das heißt, es ist jetzt die Rede davon, man wird Anreicherungsanlagen unterirdisch anlegen, sodass sie so verbunden sind, dass man sie nicht mehr bombardieren kann. Ich denke, wenn es ein Motiv gibt, so zu lange sehr schnell zuzuschlagen, dann wird es das sein. Aber das ist natürlich ein Punkt, den wir hier wahrscheinlich nicht erklären können. Das Atomprogramm, auch das sollte man nicht ganz vergessen, das iranische Atomprogramm liegt eigentlich schon auf die Schahzeit zurück. Und also der Schah hat sich ja in den 70er Jahren um die Iran-Anreicherung die europäische eingekauft. Das islamistische Regime hat nach einer kurzen Pause dieses Programm fortgesetzt. Und also es trennt sich sozusagen in zwei Fragen auf. Die eine ist, hat das Atomprogramm militärische Ziele? Da ist die Antwort nämlich ganz klar ja. Die zweite Frage ist, hat man schon konkret mit dem Bau von Atombomben begonnen? Das ist, soweit man das weiß, nicht der Fall. Ich denke, die iranische Politik läuft darauf hinaus, wird alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, eine Infrastruktur zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr schnell Atombomben herstellen zu können. Darauf arbeitet man gezielt hin. Und ja, zum Ziel kommt man natürlich auch Schritt für Schritt näher. Ich denke, man kann auch feststellen, eine Verhandlungsbereitschaft über das Atomprogramm ist auf iranischer Seite nicht erkennbar. Und die beste Möglichkeit, dieses Atomprogramm zu beenden, ist die Demokratisierung des Iran. Da kann man durchaus auf historische Erfahrungen zurückgreifen, das ist also keine idealistische Herangehensweise. Ja, Brasilien, Südkorea, Südafrika, Argentinien, alle Staaten, die ein militärisches Atomprogramm hatten und es nach der Demokratisierung aufgegeben haben, freiwillig. Ja, einmal aus politischen Gründen, aber in aller Regel reicht es, wenn sich die zivilen Politiker die Rechnung angucken, weil so ein militärisches Atomprogramm ungeheuer teuer ist. Und man sich natürlich fragt, ja, zu brauchen kann ich diese Atombomben. Ich denke, die Islamisten wissen, wozu sie brauchen, aber eine demokratische iranische Regierung würde sehr schnell darauf verzichten. Wir haben glücklicherweise ja durchaus eine potenzielle, sehr starke Protestbewegung im Iran, die sich 2009 gezeigt hat. Wir werden sehr bald, nämlich bei den Parlamentswahlen am 2. März sehen, ob die Opposition bereit ist, wieder die Risiken einzugehen, die
immer zu tun auf der Straße mit armen Leuten. Das lässt sich natürlich von hier aus schwer beeinflussen. Dennoch denke ich, muss man sagen, jetzt für die Zukunft der Frage Krieg und Frieden kann man eigentlich nur hoffen, dass die iranische Revolution, eine demokratische Revolution im Iran, im Iran den Krieg zuvor kommt. Ja, das herzlichen Dank, Jörn Schutz, für die klaren Worte. Würde dann auch gleich an den Mann zu meiner Linken übergeben, Markus Bickel. Markus Bickel hat tatsächlich auch eine Vergangenheit bei der Channel World, war von 1997 bis 2002 als Gründungsmitglied der Zeitung eben Politredakteur, ist anschließend nach Sarajevo gegangen als freier Korrespondent für viele deutsche Medien, dann von 2005 bis 2008, und das ist natürlich heute die heutige Veranstaltung besonders interessant, in Beirut Korrespondent gewesen, ich denke von Taz bis Faz auch für ein breites Spektrum an Medien und ist jetzt seit 2008 Politredakteur bei der Faz. Über seine Erfahrungen in eben Beirut und der Region, aber auch über die neuesten Entwicklungen. Dort hat er vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das draußen auch zu erwerben ist. Heute zum Sonderpreis der vergessene Nahostkonflikt Syrien, Israel, Libanon und Hisbollah. Und noch ein kleines Detail, soweit ich weiß, kommt auch gerade frisch aus Ägypten, was vielleicht im Laufe des Abends noch von Interesse sein könnte. Aber jetzt bitte ich auch um dein Eingangsstatement mit Schwerpunkt in Libanon, Syrien und Hisbollah. Ja, manchmal ist es ja die Aktualität, die die besten Einstiege schreibt. Ich habe überlegt, was ich heute Abend sagen soll, als dann am Montag die Meldung über die Anschläge auf israelische Ziele und in Indien und Georgien über die Radios und sonstigen Medien liefen. Ich musste da sofort an einen meiner letzten Arbeitstage in Beirut denken, 2008, bevor ich dann zurück nach Deutschland ging. Es war der Valentinstag 2008. Also genau 4 Jahre her, als in Beirut 2 große Demonstrationen stattfanden. Die eine, wie schon die beiden Jahre zuvor, auf dem Märtyrerplatz, wo die Anhänger des langjährigen sunnitischen Ministerpräsidenten auf die Straße gingen. Das hatten sie 2006 und 2007 auch schon gemacht. Hariri war 2005 am Valentinstag ermordet worden. Wahrscheinlich deshalb, weil er den syrischen Einfluss auf den Libanon beenden wollte. Zu dem Schluss kam zumindest eine UN-Sonderkommission, die diesen Mord aufklären sollte und die syrische Stellen und ihre libanesischen Verbündeten in den Geheimdiensten für den Mord verantwortlich machte. Da waren Hunderttausende auf dem Platz. Ich war hin und her gerissen, ob ich dorthin gehen sollte oder aber ein paar Kilometer weiter südlich vom Märtyrerplatz in der schiitischen Vorstadt Dahir fand auch eine Kundgebung statt, eine Trauerfeier, nicht für Hariri, sondern für Imad Muniyya, der 2 Tage zuvor in Damaskus ermordet worden war. Die beiden Herren könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Hariri vom Westen hofiert wurde, war Muniyya der langjährige Militärchef der Hisbollah oder der Leiter des externen Sicherheitsapparats, wie er in Sicherheitskreisen genannt wird, und damit auch verantwortlich für Anschläge, wie wir sie jetzt in Indien und Georgien gesehen haben. Der bekannteste Anschlag, der auch im Grunde die Gründung der Hisbollah Anfang der 80er Jahre einleitete, war der auf den Stützpunkt der US Marines auf dem Beirut Flughafen. Dafür wurde Muniyya verantwortlich gemacht, dann Flugzeugentführungen, auch Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen in Argentinien in den 90er Jahren, also für eine Linie in der Hisbollah, die ihren Ruf als Terrororganisation gefestigt hat. Es war ein großer Verlust für die Partei, entsprechend groß war das Aufgebot an Funktionären. Auch der iranische Außenminister Mottaki damals war in der Dahir da, um Muniyya Gebühren zu verabschieden. Diese beiden Veranstaltungen konnten also unterschiedlicher nicht sein. Hariri, der Mord an ihm, löste damals die Zedernrevolution aus. Die Demonstranten
forderten den Abzug der syrischen Truppen und eben die Einrichtung einer internationalen Kommission, die diesen Mord aufklären sollte. Detlef Mehlis, Berliner Oberstaatsanwalt, wurde dann bald nach Beirut geschickt. Diese Forderung wurde erfüllt. Er hat syrische Stellen dafür verantwortlich gemacht. Und auch die syrischen Truppen sind bald aus dem Libanon abgezogen worden. Das war sicherlich ein früher Erfolg der Zedernrevolution, des Beiruter Frühlings, wie er auch genannt wurde. Die Libanesen selbst sprachen und sprechen lieber vom Unabhängigkeitsaufstand, weil er das brachte, wofür die Leute auf die Straßen gingen, nämlich wirkliche Souveränität von Syrien und ein Ende der Truppenpräsenz, die eigentlich seit Beginn oder seit 1976, seit Beginn des Libanon-Bürgerkrieges bestanden hatte. Bewundernde Blicke gab es aus Kairo, aus Tunis. Damals konnte sich niemand vorstellen, dass 6 Jahre später auch unter anderen Vorzeichen Wiederholung oder eine Anknüpfung an diesen Beiruter Frühling stattfinden würde in der Region. Die Trauerfeier für Mughniyeh hingegen stand für das Gegenteil, also nicht für Selbstbestimmung, sondern für iranischen Einfluss, für den Revolutionsexport der iranischen Revolution, für ein Modell, für das die Pasdaran, die iranischen Revolutionsgarden, die Hisbollah Anfang der 80er Jahre in Libanon auch gegründet hatten, nämlich um ihren Einfluss in der Region auszuweiten und das direkt an der Grenze zu Israel. Dass Mughniyeh an diesem Valentinstag 2008 nun am selben Tage gehuldigt wurde wie dem Ministerpräsidenten Hariri. Hariri ist Sunnit, Mughniyeh, Nasrallah und die anderen Hisbollah-Mitglieder Schiiten, also auch, was ja in der Ankündigung für diese Veranstaltung genannt ist, zwei solche Protest- oder Kundgebungen an einem Tag, das spricht auch für diesen sunnitischen, schiitischen Konflikt, der zunehmend den Konflikt im Nahen Osten prägt. Dass die nun am selben Tag stattfanden, hat auch eine gewisse bittere Ironie, denn nach dem Mord an Mughniyeh übernahm sein Schwager und bis dahin der Stellvertreter Mustafa Bahar-Din die Führung des externen Sicherheitsapparats der Hisbollah. Bittere Ironie deshalb, weil nach dem Anfangsverdacht, dass Syrien hinter dem Attentat auf Hariri stammt, hat das Libanon-Sondertribunal letztes Jahr festgestellt, dass auf dem Boden, also der Anschlag selbst, von Hisbollah-Mitgliedern ausgeführt wurde. Das Urteil steht noch aus in dem Prozess, beziehungsweise hat der Prozess noch gar nicht begonnen, aber der Verdacht ist nun im Raum, erstmals vom Spiegel veröffentlicht, dass eben nicht syrische Stellen, sondern die Hisbollah dahinter steht. Der Befehl mag trotzdem aus Damaskus gekommen sein, aber diese Verwicklung der Hisbollah in das Attentat auf Hariri war eine Neuigkeit 2009 und 2011 von der UN-Einrichtung öffentlich gemacht. Damit wären wir eigentlich auch wieder in der Gegenwart, 4 Valentinstage später. Nächsten Monat soll in Den Haag der Prozess gegen Bahar-Din und 3 andere Hisbollah-Mitglieder wegen dieses Mordes an Hariri gemacht werden. Damit auf der Anklagebank sitzen indirekt nicht nur die Hisbollah, sondern auch Syrien, das lange die Hisbollah politisch unterstützt hat, und der Iran, der die Hisbollah Anfang der 80er Jahre in der Petra eben im Libanon überhaupt erst gegründet hat. Sprich, dieser Hariri-Mord, der so zentral war für die Entwicklung im Libanon, auch für den Druck, der auf Assad schon 2005 ausgeübt wurde, wirkt bis heute fort. Und diese Achse des Widerstands, über die wir heute Abend reden, Syrien, Iran, Hisbollah, gerät also auch durch eine UN-Einrichtung schon im nächsten Monat in Den Haag wieder auf die Tagesordnung. Es gab vergangenes Jahr, kurz nach Beginn der Proteste in Syrien, Berichte darüber, dass der Iran verwickelt sei. Es gab auch Berichte über Scharfschützen der Hisbollah auf den Dächern in Hama oder Homs. Berichte sind nie direkt bestätigt worden. Nasrallah hat aber nie einen Zweifel daran gelassen, dass er fest und eng an der Seite Assads steht. Noch vergangene Woche hat er eine Rede gehalten, in der er nochmal Assad und dem syrischen Regime seinen Rückhalt versichert hat und die Forderungen der Opposition oder behauptet hat, dass Assad ja Reformen durchsetze, Verfassungsänderungen stimmten an. Assad hat ja heute bekannt gegeben, dass ein Referendum
bald abgehalten werden würde, dass auch der Alleinvertretungsanspruch der BAF-Partei in der Verfassung aufgehoben werden würde, dass Wahlen abgehalten werden würde, dass die Amtszeitbegrenzung eingeführt werden würde, sprich, dass Assad nicht wie sein Vater auf Lebenszeit regieren könnte. Sprich, Nasrallah hat all das abgelehnt, was die Opposition fordert und gesagt, man sollte Assad nur mehr Zeit geben und es würde sich schon zeigen, dass das syrische Regime den richtigen Weg führte. Ganz interessant, Jörn hat eben darauf hingewiesen, was die mögliche Strategie Irans anbelangt, den Konflikt zu konfessionalisieren. Nasrallah ist in seiner Rede vorige Woche auch darauf eingegangen und hat gesagt, die Vorwürfe, die Hisbollah greife da ein, um einen konfessionellen Konflikt zu schüren, treffen nicht zu. Wenn man sich die Entwicklung des Aufstands in Syrien anguckt und die Konfliktlinien, ist aber genau das in den vergangenen Monaten mehr und mehr passiert. Assad und sein engster Führungszirkel sind Alawiten. Das ist ein Ende des 9. Jahrhunderts entstandene oder abgespaltene muslimische Konfession. Mehr als 80% der syrischen Bevölkerung sind aber Sunniten. Das heißt, da gibt es schon Konflikt, dass es im Grunde ein Minderheitenregime ist, das über eine sunnitische Mehrheit regiert. Und was man an Plakaten schon vergangenes Jahr im Sommer sehen konnte, war, dass es das Regime war, das mit der Angst eines konfessionellen Bürgerkrieges gespielt hat. Das hat jetzt zugenommen, weil einfach immer mehr Leute, und da die Mehrheit der Leute Sunniten sind, immer mehr Sunniten sterben, dass Alawiten aus Angst vor Übergriffen aus Damaskus zum Beispiel wegziehen in ihre Gebiete, wo ihre Familien herkommen, an der Küste. Diese konfessionelle Spaltung hat also schon begonnen und sie wurde von Assad geschürt, immer mit der Drohung, wenn ihr euch nicht hinter mir versammelt, geht es hier zu wie im Irak ab 2004 oder so wie im Libanon in den 70er und 80er Jahren. Diese Drohung mit dem Bürgerkrieg oder diese Drohung vor Chaos hat eigentlich in Syrien immer gewirkt insofern, als es keine Massenproteste gegen Assad gab. Genannt wird immer wieder das Massaker von Hama 1982, als Zehntausende oder mindestens 10.000 Leute umgebracht wurden. Hama war die Hochburg der Muslimbrüder in Syrien. Dieses Massaker beendete einen Aufstand, den die eigentlich schon 76 angefangen hatte, und die Angst davor, nochmal Opfer eines solchen Massakers zu werden, hat eigentlich von 82 bis vergangenes Jahr gewirkt, dass es nie zu größeren Massenbewegungen kam. Erfolg hat die syrische Führung damit nicht, kann man eigentlich sagen. Ein Jahr nach Beginn des Aufstands, die Proteste gehen weiter, und das trotz steigender Totenzahlen. Wo es aber schon wirkt, ist im Libanon selbst. Zwar sind die syrischen Truppen aus dem Libanon abgezogen worden, schon 2005, aber Assad und das syrische Regime haben ihren Einfluss auf den Libanon wiederherstellen können. Der Sohn Rafik Hariris, Saad Hariri, wurde Anfang letzten Jahres gestürzt. Seitdem ist eine Regierung auf Gnaden der Hisbollah im Amt, die fest an der Seite Assads steht. Auch der wichtigste christliche Politiker des Landes, Michel Aoun, steht zu Assad. Hariris Nachfolger als Ministerpräsident Mikati unterstützt Assad. Und selbst die antisyrische Opposition, also die Überbleibsel der Zedernrevolution oder des Beiruter Frühlings, äußern sich nicht syrienkritisch zu Wort. Gestern, zum Jahrestag der Ermordung seines Vaters, hat Saad Hariri eine Rede gehalten, wo er auch davor gewarnt hat, sich in die syrischen Angelegenheiten einzumischen. Er hat zwar dem syrischen Volk seine Solidarität versichert, aber es ist eine große Sorge da im Libanon, dass dieser Konflikt aus Syrien ins Land überschwappen würde. Vereinzelt ist das zwar schon passiert. In Tripoli im Norden nahe der syrischen Grenze gab es letzten Sommer schon Demonstrationen gegen Demonstrationen, die gewaltsam endeten. Auch vorige Woche gab es Schießereien mit Toten. Aber da muss man vielleicht dazu sagen, dass Tripoli immer so ein
nochmal, man sagt, der Libanon ist der Nahe Osten im Kleinen und Tripoli ist vielleicht der Libanon im Kleinen, wo bestimmte Konflikte immer blutiger ausgeführt werden als in Beirut oder im Süden des Landes. Auch Anschläge auf UN-Soldaten hat es im letzten Jahr gegeben, das heißt, die Gefahr des Überschwappens des Konflikts ist da. Aber bislang muss man sagen, dass der Libanon eigentlich noch relativ verschont geblieben ist, auch nicht nur mit Blick auf Syrien, sondern mit Blick auf die Aufstände in der ganzen Region. Sonst war immer Libanon der Konfliktherd seit dem Sturz Ben Alis und dann Mubaraks blieb der Libanon so ruhig wie seit Jahren eigentlich nicht. Vielleicht zum Schluss dieses Eingangsstatements noch eine Sache aus der Rede Nasrallahs. Damit reagiert er indirekt auf die Entscheidung der Hamas oder diese Tendenz der Hamas, zumindest sich stärker an den Golfmonarchien und nicht mehr so sehr an Iran zu orientieren. Er hat in seiner Rede gesagt, dass die Allianz zwischen Hezbollah und der religiösen Führung in Teheran ungeachtet aller Entwicklungen fortbesteht. Das Prinzip des Wilayat al-Faqih, also der Herrschaft der Rechtsgelehrten, die iranische religiöse Führung ausgerufen hat, bleibt bestehen und Hezbollah fühlt sich, oder Nasrallah weiter, als Soldat der religiösen Führung in Syrien, in Teheran. Was bedeutet das nun für Syrien? Ich will es vielleicht ein bisschen ketzerisch beenden, insofern als es ja die Hoffnung gibt, schon seit vergangenen Sommer im Ramadan wurden die Tage Assads gezählt und es hieß, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, oder 11, in denen Assad im Amt ist, hat er eines sehr gut geschafft, sich nämlich gegen äußere Bedrohungen erfolgreich zu wenden und im Amt zu bleiben. 2003, nach dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Alliierten in Irak, geriet ja Syrien sehr schnell unter Druck, weil Islamisten aus Syrien in den Irak eingesickert sind, dort den Krieg gegen die Besatzungsarmeen geführt haben. Assad hat sich diesem Druck nicht gebeugt, was seine Annäherung an den Westen allerdings auch gestoppt hat, das war ihm aber egal. 2004 wuchs der Druck weiter, Frankreich und die USA, die sich ja im Irakkrieg noch gegnerisch gegenüberstanden oder über diesen Einsatz überhaupt gestritten haben, rückten wieder näher. Ihr Ziel war, den syrischen Einfluss im Libanon zu beenden. Auch das hat Assad von seinem Einfluss auf den Libanon nicht abhalten können. 2005 schließlich, und dann wieder zurück zum Anfang, mit dem Mord an Hariri geriet Assad vielleicht so unter Druck wie zuvor nicht und danach bis zu diesem Jahr des Aufstands auch nicht mehr. Seine internationale Isolation nahm zu, trotzdem hat er sich nicht gebeugt und ist im Amt geblieben. Drum frage ich mich, ob es Assad nicht gelingen könnte, auch angesichts des Zögerns des Westens, sich für die Einrichtung einer Schutzzone oder Angela Merkel hat ja gestern auch abgelehnt, Blauhelme in Erwägung zu ziehen für Syrien. Vielleicht gelingt es ja Assad doch noch länger im Amt zu bleiben, sondern sich eines Tages wieder aus der internationalen Isolation zu lösen. Ja, ganz herzlichen Dank auch an Marco Kittel für das Eingangsstatement. Wie gesagt, ich würde jetzt hier eine kleine Runde oder zwei, drei kleine Runden auf dem Podium machen und dann haben Sie das Wort. Vielleicht mal mit der Eingangsfrage auch an beide gerichtet. Das Konzept, das ja hier so im Raum steht, Achse des Widerstands, hier Iran, Syrien, Hezbollah. Das sind ja im Prinzip die schiitischen Islamisten, also Syrien eben nicht so ganz. Aber es wurde ja auch von Björn jetzt erwähnt, dass es eben diesen Konflikt gibt zwischen sunnitischen und schiitischen Islamisten. Und da wäre meine Frage, worin besteht dieser Konflikt eigentlich, worin bestehen die Unterschiede eigentlich? Warum, könnte man fragen, warum war es denn so ein ideologisches Stalingrad, also das arabische Frühling für Iran, warum können die schiitischen und sunnitischen Islamisten nicht eigentlich ganz gut auch politisch kooperieren, wo doch viele Gesellschaftsvorstellungen und außenpolitische Ziele recht ähnlich sind. Warum ist es so für Syrien,
wo man ja auch hört, dass da die Muslimbruderschaft recht stark in der Opposition vertreten ist. Warum kann Iran nicht sagen, na wunderbar, statt diesem Militärregime kommt jetzt ein islamistisches Regime an die Macht, mit dem haben wir doch endlich noch mehr gemeinsam. Also worin bestehen denn die Unterschiede und die Konflikte zwischen diesen verschiedenen islamistischen Strömungen oder Achsen? Ich erinnere mich, wie in den Wochen oder in den 18 Tagen, in denen der Sturz Mubaraks sich andeutete, kommt da was? Ja. Kommt was, okay. In den 18 Tagen der ägyptischen Revolution gab es ja sehr positive Reaktionen aus Teheran, aus der Hoffnung heraus, dass dieser Aufstand ein islamischer Aufstand werden würde. Also da gab es ja durchaus die Anknüpfungspunkte oder die Theorie, dass die ägyptische Revolution nur die Fortsetzung der iranischen Revolution sei und dass deshalb der Islam konfessionsübergreifend an die Macht strebe. Das ist meine Erinnerung an Ägypten. In Syrien ist es, glaube ich, weniger eine konfessionelle Frage, wieso Iran an der Seite Assads steht, sondern geostrategische. Einerseits deshalb, weil die Waffen an die Hezbollah durch Syrien geliefert werden, andererseits deshalb, weil mit Syrien zumindest ein wichtiger, auch wenn es da Regime alawitisch ist, ist die Gesellschaft da doch mehrheitlich sunnitisch, ein wichtiger arabischer Verbündeter Iran dort zur Seite steht, im Zentrum des alten Nahostkonflikts, also in der Levante an den Grenzen zu Israel. Gut, also ich würde nochmal, wir wollen ja auch kein theologisches Seminar daraus machen. Ja, ich denke, aus nicht-muslimischer Sicht kann man tatsächlich sagen, die theologischen Differenzen sind nicht so fürchterlich groß. Es entstanden halt aus dem Streit um die Nachfolge des Propheten. Wo es einen Unterschied gibt, der für jüdisch Deutschland ist, denke ich, ist in der Rolle der Geistlichkeit, also die schiitische Geistlichkeit im Iran ist ökonomisch unabhängig, während sunnitische Geistliche fast immer Staatsangestellte sind, weil sie uns gebunden bleiben. Und also deshalb auch hat der schiitische Islamismus im Iran ein Staatsmodell entwickelt, diese Vilayate Faqih, die Stadtteilerschaft des Rechtsgelehrten. Da gibt es keinen Plan, darauf die Beispiele zu geben. Was im Moment aber das Entscheidende ist, sind einfach unterschiedliche Interessen. Das heißt, die Iraner hatten immer die Vorstellung, dass sich die Sunniten irgendwie ihnen anschließen, nicht unbedingt direkt unterordnen, aber dass sie sowas wie eine Führungsmacht auch für sunnitische Islamisten bleiben könnten. Und tatsächlich gibt es ja, also sie haben ja die Bedenken, auch Sunniten mal zu unterstützen. Sie haben was, hat die iranische Hilfe bekommen, das sind sunnitische Organisationen, eben jetzt kann man feststellen, auch in Afghanistan. So, jetzt aber im Rahmen der arabischen Bewölkung haben wir es zu tun, eigentlich mit großen islamistischen Organisationen, Muslimbruderschaften in Tunesien, die sehr daran interessiert sind, sich, um bei den Wählern populär zu sein, eher als religiöse Konservative darzustellen, weil sie nur so auch eine entsprechend große Stimmenzahl kriegen und die dann halt irgendwann vor dem Problem stehen. Also ich meine, in Ägypten regiert letzten Endes das Militär, weil in Tunesien regiert das die Regierung. Dass sie halt jetzt dafür sorgen müssen, dass die Leute Arbeitsplätze kriegen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt, also die Geschichten. Das heißt, die haben überhaupt nicht das Interesse daran, jetzt Konfrontation mit Israel und so weiter sowas in Vordergrund zu stellen oder sich sogar in irgendeinem Krieg an der Seite des Iran einzulassen. Das heißt, es ist einfach eine Interessendifferenz da, die dazu geführt hat, dass sich solche Organisationen in einer Schärfe jetzt vom Iran distanziert haben. Gut, danke. Ich würde da vielleicht gleich anknüpfen mit dem Thema Krieg. Das ist ja, wie auch erwähnt wurde, tatsächlich gibt es die Debatte seit Jahren und man kann sagen, naja, seit Jahren ist es so ein fruchtloses drüber reden, das was wäre wenn, aber es scheint ja tatsächlich aktueller zu sein. Mich würde dann vielleicht insbesondere jetzt von Björn interessieren, weil du eben auch gesagt hast, da besteht überhaupt kein Interesse an der Seite Irans, in den Krieg zu ziehen. Was würde deiner Meinung nach passieren, wenn es, sei es von Iran ausgehend oder von Israel oder Israel und USA ausgehend, eben eine militärische Konfrontation mit Iran gibt? Würde es diesen Flächenbrand geben, der ja einfach auch sehr gerne ausgemalt wird? Ich weiß nicht, ob gestern jemand die Phoenix-Runde mit Michael Lüders gesehen hat, der dann nochmal
sich richtig reingesteigert hat oder was alles im Katastrophalen passieren würde, eben der Flächenbrand und zum Schluss wären wir auch mit China und Russland im Krieg und so weiter und so fort. Also was ist so deine Einschätzung, jetzt noch nicht bezüglich China und Russland, aber bezüglich der Region, ist es nicht noch so, wie vor einem guten Jahr gesagt wurde, dass die meisten arabischen und entsprechend auch sunnitischen Staaten da eigentlich mehr oder weniger Schadenfreude empfinden würden und da bestimmt nicht an der Seite Irans jetzt groß eingreifen würden? Und vielleicht auch konkret dann einen anderen Akteur, was ist eigentlich mit der Hezbollah? Würde sie, wenn es zu dieser militärischen Konfrontation kommt, deiner Einschätzung nach jetzt den großen Krieg, die zweite Front gegen Israel eröffnen? Es gab da, wie ich gelesen habe, ja durchaus unterschiedliche Positionierungen, auch von Nasrallah. Was ist deine Einschätzung dazu? Ja, gut, es ist natürlich sowas immer schwer einzuschätzen. Ja? Ich denke jetzt zumindest auf Seiten der Regierung und in der Regierung wird es keine Solidarisierung mit dem Iran geben. Davon kann man ausgehen. Und viele also freuen sich auch, also die Golfmonarchen freuen sich eigentlich schon einmal sozusagen auf den Moment, wenn endlich mal das endlich losgeht. So. Ja, auch, man kann nicht jetzt vergessen, dass jetzt so die iranische Regionalmacht, insbesondere natürlich auch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ist, sehr, sehr bedrohlich wahrgenommen wird. Zwar jetzt sowohl von Regierungen, wo man jetzt natürlich sagen muss, man muss jetzt mit dem König von Saudi-Arabien kein allzu großes Mitleid haben. Wenn es aber zu einer Konfrontation kommt, ist es schon auch klar, wen es trifft. Und auch wenn es tatsächlich dem Iran doch gelingen sollte, zu Atombomben zu bauen, gibt es ja auch diese sehr dubiose Äußerung, dass eben alle, die mit Israel zusammenarbeiten würden, dann im Feuer der islamischen Nationen verbrennen. Also schön blumig ausgedrückt auf ein Land, das die Atombomben baut. Also schon eine sehr konkrete Drohung auch gegen Nachbarstaaten. Wie ernst was zu dem ist, sei immer mal dahingestellt, nicht, aber das Interesse, die iranische Macht zu begrenzen und das Regime zumindest zu schwächen, das ist definitiv da. Etwas schwerer zu kalkulieren, denke ich, ist jetzt die Reaktion sozusagen der berüchtigten arabischen Straße. Aber auch da kann man nach bisherigen Erfahrungen davon ausgehen, dass es also jetzt auch wie dann beim Irak oder bei anderen Gelegenheiten halt nicht so sein wird, dass halt dieser Flächenbrand und alles wird weggefegt. Sicherlich wird es halt Kritik an sich kriegen. Es wird natürlich auch darauf ankommen, auf ganz konkrete Umstände. Ja. Aber ich denke, die tatsächlichen Gefahren, die wir von anderen Ebenen weil wir haben tatsächlich nicht so genau wissen können. Also welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat so ein Krieg, wie gut ist das iranische Militär tatsächlich? Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren, die wir das nicht so gut haben. Ja, ich denke, das gilt auch für Nasrallah und die Hezbollah, dass der... Bitte, sprechen Sie doch alle durch das Handmikrofon, das ist viel besser und gut zu verstehen. Biegst du in die Richtung, ein bisschen den Mund biegen und dann... Ja, das funktioniert natürlich auch. Aus den anderen Mann kann man relativ schlecht verstehen, weil der Ton einfach... Ich glaube, das gilt auch für Nasrallah und die Hezbollah, dass die den Teufel tun werden und Nordisrael aus reiner Kriegslust mit Katyushas eindecken werden, sobald da ein größerer Konflikt anfängt. Man darf nicht vergessen, dass 2006 der Krieg mit Israel auch für die Hezbollah ein verlustreicher war. Die Propaganda der Hezbollah hat das Ganze zwar als Sieg Gottes verkündet, ein Namensspiel mit Nasrallahs Namen, der ja Nasr in Allah heißt Sieg Gottes, war, aber dieser Sieg Gottes war für die schiitische Basis sehr verlustreich. Viele Leute haben ihre Häuser verloren, haben ihre Jobs verloren, etc. Das heißt, diese Außensicht auf die Hezbollah als reine Miliz, als reine Terrororganisation übersieht einen anderen wichtigen Fakt, dass sie nämlich ähnlich wie die Hamas auch eine Volkspartei, Volksbewegung etc. ist, die auf eine Basis achten muss, die nicht unbedingt dazu bereit ist, einen weiteren Krieg in Kauf zu nehmen und damit Flüchtlinge, Hilfslieferungen etc. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass so sehr Iran und Hezbollah zusammenhängen, die Hezbollah auch ein eigenständiger libanesischer Akteur ist. Also Nasrallah hat in dieser Rede, aus der ich vorhin zitiert habe, auch gesagt,
Von außen wird gesagt, sobald der Krieg mit Israel Iran beginnt, schmeißen wir auch unsere Leute in den Kampf. Das ist noch nicht gesagt, darüber entscheidet nicht Teheran, sondern darüber entscheiden wir. Das war dann auch für morgen eine Rede angekündigt, in der er genau diese Frage beantworten will, die du gerade gestellt hast, was wird er machen. Aber man muss auch sehen, dass seit 2006, auch selbst während des Gaza-Krieges, wo ja die Hezbollah als Verbündete der Hamas hätte sagen können, ach, lass uns Israel doch im Norden in Bedrängnis bringen, nur 2-3 Raketen nach Israel flogen und die wohl auch nicht mal von der Hezbollah, sondern von Palästinensergruppen. Insofern kalkuliert die Hezbollah schon sehr genau, bevor sie sich in ein neues militärisches Abenteuer stürzt. Danke. Dann noch die vielleicht letzte Frage, die ja auch schon zumindest mal angesprochen wurde. Wir haben gemeint, dass sozusagen die Alternative zum Krieg ist eben ein Sturz des Regimes durch die demokratische Revolution im Iran. Das ist nun ein Thema, das leider sehr wenig diskutiert wird. Es wird hier Sanktionen in sehr vielen Details diskutiert und Atomprogramme und alles. Auch die Frage, was kann man denn eigentlich tun, um diesen eigentlich völlig offensichtlich besten Ausgang in jeder Hinsicht zu befördern, aus, sagen wir mal, westlicher Sicht. Mhm. Ganz konkret ist es auf jeden Fall natürlich schwierig, nicht? Weil die ja, Ops-Revolution, die geht natürlich da, das wirklich von den Iranern ab. Das ist wiederum auch von außen schwer einzuschätzen. Ich denke mal auch deshalb, weil die Iraner selber das noch nicht so genau wissen können. Also sicherlich, man kann sich sicher sein, dass Millionen von Iranern im Moment darüber diskutieren, was sie am 2. März und unseren Tag auch tun werden. Es gab ja jetzt auch schon einige Demonstrationen. Es gibt insgesamt immer ein sehr hohes Niveau sozusagen des Alltagswiderstands, dass also wenn irgendwelche Revolutionsrechter daherkommen oder so, die Polizei und der Steuersitz schlecht und es gibt wieder so kleine Aufstände, die werden gejagt und so weiter. Das Problem, das bin ich ja auch sagen, also seit 2009 relativ ruhig geblieben, ist halt aus der Perspektive, dass man halt gesehen hat, es geht im ersten Anlauf nicht. Es ist ja sehr viel los gewesen in dieser Zeit, bei Millionen Menschen auf der Straße und so weiter, dennoch hat es nicht gereicht. Und es ist halt, sagen wir mal so, es gibt eine sehr, sehr weit verbreitete Vorstellung unter iranischen Oppositionellen sozusagen von so einer Art Stufentheorie, die davon ausgeht, also auch von Leuten, die selber ausgewiesene Säkularisten und Demokraten sind und sagen, also Religion und Politik wollen wir eigentlich völlig trennen, die aber sagen, da können wir nur irgendwie hin. Indem wir erstmal dafür sorgen, dass er von dem Jet wegkommt und der Khamenei, dann schaffen wir diese belagerte Partie ab und dann schauen wir mal weiter mit der Demokratisierung. Ein solches Modell hat den großen Vorteil, dass es sozusagen das Unmöglichste wäre. Es kann aber eben auch, das muss man eben leider auch sagen, wenn es richtig hart auf hart geht, kann es noch wesentlich schlimmer werden als in Syrien. Denn wir haben es hier ja auch zu tun auf der Seite des Regimes mit Hunderttausenden mindestens bewaffneten und ja, ideologisch fanatisierten Leuten, die nicht so einfach aufgeben werden. Ich denke, das schreckt natürlich auch ab. Ja? Und es ist da natürlich schwierig, sozusagen von außen durch den größeren Maßstab jetzt einzugreifen. Eine etwas klarere Positionierung ist natürlich auch schon mal hilfreich. Ja? Einfach auch da sagen, hier Demokratisierung, das ist gestern dann fällig. Das ist bis jetzt ja auch im Rahmen der arabischen Welt meistens erst dann passiert, wenn der Staatschef nämlich schon fast im Flugzeug saß. Ja, also auch das Mubarak weg muss, darauf ist der Westen ja auch erst am 8. Februar etwa gekommen und jetzt gegen das Militärregime passiert auch letztlich nicht. Also eine klare politische Ansage, denke ich, ist da schon richtig. Auch in puncto Sanktionen kann sicherlich noch einiges passieren. Das, denke ich, ist letztlich auch eine Unterstützung. Ja, es ist natürlich im Iran jetzt ein bisschen schwierig, weil es kein wirklich repräsentatives Gremium gibt, mit dem man sozusagen was aushandeln könnte. Also jetzt so wirklich einen Stufenplan, ja. Dass man jetzt sagt, man sorgt jetzt für das und dann machen wir das. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, dass sowas, also selbst wenn man das wollte, wird es schwierig, das zu entwickeln. Ja. Was ansonsten natürlich auch bleibt, ist jetzt beispielsweise von gewerkschaftlicher Seite, also Unterstützung für die Untergrundgewerkschaften des Iran, also es gibt da schon einige Sachen, die man tun könnte. Ich muss natürlich schon sagen, dass die eigentliche Revolution kann nur die Iraner selbst machen. Ja. Im Falle Syrien scheint es ja doch etwas konkreter schon zu sein, also es tobt schon der Krieg, es gibt so etwas wie eine
Free Syrian Army, die kämpft. Es gibt sowas wie einen alternativen Widerstandsrat. Die Frage, zum einen mal deine Einschätzung bezüglich dieser Kräfte. A, was wollen sie politisch? Sind das Leute, mit denen man sich tatsächlich gemein machen sollte? Oder bringt man da vielleicht nicht, schützt man da vielleicht nicht leichter Hand Leute, die bei genauer Betrachtung dann doch, weiß ich nicht, Islamisten oder was auch immer sind? Ähnlich vielleicht wie im Fall Libyen. Und zweitens, auch wie schätzt du so ihren Organisationsgrad ein und was hältst du für sinnvoll, was man tun könnte, um sie zu unterstützen? Flugverbotszone wurde genannt, es wird diskutiert, die Bewaffnung dieser Free Syrian Army, etc. etc. Man muss vielleicht unterscheiden zwischen der Opposition vor Ort und der Auslandsopposition, die sich letzten Herbst oder im letzten Sommer als syrischer Nationalrat zusammengeschlossen hat, damit dem libyschen Modell folgen. Die libyschen Rebellen haben sich ja sehr rasch zum libyschen Übergangsrat zusammengesetzt, mit dem Ziel, Anerkennung als legitime Vertretung Libyens zu erlangen. Ist ihnen auch schnell gelungen, hatten einen guten Zeitpunkt erwischt. Und dann auch eine ganz gute geografische Lage, nicht an der Grenze zu Israel, Libanon und Irak, sondern zwischen Mittelmeer und Wüste, sage ich mal. Das macht es leichter, dort militärisch einzugreifen, als es der NATO nun im Falle Syriens fällt. Diese Exilopposition, da sitzen bestimmt Leute drin, die die westlichen demokratischen Maßstäben genügen. Die Frage ist, wie repräsentativ sie sind. Sie haben es immerhin geschrieben, die Muslimbrüder sind darin auch vertreten. Das heißt, ja, es gibt Islamisten in dieser Oppositionsbewegung. Ich sage mal, das ist auch gut so. Es ist ein sunnitisches Land und es sind einfach auch, wie man nun in Ägypten, in Tunesien, auch in Marokko sieht, einfach eine wichtige politische Strömung. Mir hat ein Interviewpartner mal gesagt, über deren Meinung kann man streiten. Was wichtig ist, ist, dass sie, sollten sie an die Macht gewählt werden, wenn es in Syrien mal so weit sein sollte, schön, dann werden sie gewählt, dann haben sie die Chance, sich in Sachen Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum zu bewähren. Also aber das Wichtige ist, dass sie auch wieder abgewählt werden können. Also wenn diese arabischen Aufstände demokratische Islamisten hervorbringen, wäre das ja vielleicht auch eine interessante Entwicklung. So viel nun zu der Frage, ja, sind Islamisten dabei, inwieweit Al-Qaida dabei ist, das ist wahrscheinlich auch der Fall, so wie in Libyen, da hat sich der Westen ja nicht gescheut, auch den Krieg gegen Gaddafi mit Hilfe von Al-Qaida Absplitterungen zu führen, davor schreckt man in Syrien zurück, auch das wahrscheinlich ein Grund für das Nicht-Eingreifen des Westens, beziehungsweise versteckt sich die USA, versteckt sich Deutschland, Deutschland ist jetzt in dem Fall irrelevanter als die USA, Frankreich und Großbritannien, verstecken sich die westlichen Mächte ja auch hinter der russischen Position und der chinesischen im Sicherheitsrat auf die Weise, dass sie damit nicht selber sagen müssen, was sie denn eigentlich tun würden. Weil dieser letzte Resolutionsentwurf, der gescheitert ist, hatte ja nichts mehr an Sanktionsforderungen oder dergleichen drin, die Assad auf irgendeine Weise geschadet hätte. Das war ja auch keine Forderung nach Flugverbotszone, sondern ein sehr rein emphatischer Resolutionsentwurf. Was, glaube ich, wichtig ist, und dieses Moment des syrischen Aufstands droht mit zunehmender Militarisierung verloren zu gehen, ist, dass die zivilen Bürgerkomitees in Homs, in Hama, in Deir ez-Zor, in Dutzenden, Jahrhunderten syrischen Städten und Gemeinden, die den Aufstand tragen, die sich um Krankenversorgung kümmern, die zivile Ziele verfolgen, die ja anfangs gar nicht mal den Sturz Assads wollten, sondern einfach eine freiere Gesellschaft, die drohen unterzugehen, je stärker der Konflikt militarisiert wird. Das sieht man in jedem Bürgerkriegsland, dass irgendwann die 16-, die 24-jährigen starken Jungs mit Kalaschnikows das Sagen haben, und dass Leute, die da irgendwelche Ideale vertreten, an den Rand gedrängt werden. Und das ist, glaube ich, auch die Sorge des Übergangsrats, der sich ja für eine Safe Zone, also eine
Grunde ein humanitäres Rückzugsgebiet einsetzt, an der Grenze zur Türkei oder in der Türkei, der aber nicht offen eine Militärintervention wie in Libyen fordert, genau aus der Angst, dass der Bürgerkrieg dann auf dem Boden weiter eskaliert. Und zur Frage, was kann der Westen tun? Ich weiß nicht, was er tun kann. Es gibt eine Initiative, die heißt Adopt a Revolution, die genau diese zivilen Komitees in den Städten mit Handys, mit Hilfsgütern, mit Verbandsmaterial etc. unterstützt. Also dafür spenden ist wahrscheinlich nicht das Falsche. Gut, ganz herzlichen Dank. Jetzt. Dankeschön. Klaus Wittmann, ich war General bei der Bundeswehr und bin Senior Fellow beim Aspen-Institut Deutschland hier in Berlin. Wenn ich darf, möchte ich nicht so sehr eine Frage stellen, sondern ein paar kurze Bemerkungen machen zum Thema Iran. Ich fand beide Referate sehr, sehr interessant, aber Iran macht mir noch mehr Sorge. Ich fand, Björn Schulz hat die Sachlage sehr nüchtern und zutreffend dargestellt. Vertrackt ist, dass man erst bei den letzten 5% eines nuklearen Programms wirklich zweifelsfrei feststellen kann, dient es militärischen Zwecken und militärischer Bewaffnung, und dann könnte es schon zu spät sein, noch was zu tun. Ein nuklear gerüsteter Iran würde nicht auf Atomkrieg aus sein, aber er würde unter dem nuklearen Schirm konventionelle und asymmetrische Konflikte befördern. Und da kann man sich vieles vorstellen, gegen Israel, Libanon, Straße von Hormus, Konfrontation zur See und so weiter. Nicht nur Israel, sondern auch viele von uns haben, unsere Länder, haben Regierungen, haben deutlich gesagt, einen nuklear gerüsteten Iran nehmen wir nicht hin. Israel ist wohl entschlossener als alle anderen, und es ist völlig richtig, das Fenster, das Zeitfenster, das mag sich schließen, einerseits weil Iran die Anlagen unter die Erde bricht, aber vielleicht auch wegen Amerika, denn auf die amerikanische Unterstützung wäre Israel angewiesen, und sei es nur wegen Munition oder wegen Luftbetankung. Und man hört oder man denkt, ein wiedergewählter Präsident Obama wäre vielleicht der israelfreundlichen Lobby in Amerika nicht so zugänglich in der Zukunft, und auch deshalb mag sich das Zeitfenster schließen. Wir sehen natürlich zurzeit den Aufbau einer Drohkulisse, auch zur Unterstützung des Sanktionsregimes, und da finde ich, sind manche deutschen Politiker nicht sehr gut beraten, wenn sie den Eindruck erwecken, als wollten sie mit aller Kraft hauptsächlich das israelische Eingreifen verhindern, anstatt einen nuklear gerüsteten Iran. Flächenbrand, 1981 hat Israel den Reaktor aus Irak bombardiert und Irak vor ein paar Jahren den Reaktor in Syrien. Da gab es viel völkerrechtliches CETA und Mordio, und insgeheim waren alle froh, dass Israel rechtzeitig gehandelt hat. Ich wünsche mir auch keinen Krieg, aber man sollte durch das Flächenbrandgerede nicht die militärische Drohung entwerten oder schwächen. Dadurch macht man den Krieg vielleicht sogar wahrscheinlicher. Ja, wichtig, dass ich mal weitergeht. Thomas Hellerger, meine Frage bezieht sich auf zwei Konfliktparteien, die meiner Meinung nach bisher um den Tisch gefallen sind weitgehend. Es wäre zum einen der Republik Türkei, wo ich den Eindruck habe, dass sie zwar viel Rhetorik gegen Israel macht, aber in den Fakten in der letzten Zeit immer stärker zu kollidieren droht mit dem Mullah-Regime in Iran. Und zum anderen wäre es die Rolle der Palästinenser. Es gibt ja 100.000 Palästinenser in Syrien. Und es gab ja im letzten Jahr diese Golan-Grenzerstürmung. Und da kam es dann im Anschluss bei der Beerdigung der toten Palästinenser in Yarmouk bei Damaskus, im großen Palästinensercamp, zu einem Massenaufstand gegen die Pro-Assad-Organisationen, Terrororganisationen, die palästinensischen. Die Büros wurden niedergebrannt von PFLP und anderen. Und Hunderttausende, praktisch die gesamte Bevölkerung, hat diese Organisation seitdem praktisch aus Yarmouk vertrieben. Und immer wieder gibt es in Damaskus speziell, in Yarmouk, Solidarisierungsaufstände,
Krawalle und so weiter an, also gegen Assad. Also eine ganz erstaunliche Entwicklung, wie ich finde, die hier in den Medien aber nicht vorkommt, leider. Aber man kriegt es halt mit, wenn man libanesische Medien verfolgt. Und über diese beiden Gruppierungen hätte ich gerne noch was gehört, wenn es geht vom Podium, über die Palästinenser dort in der Region und über die Türkei. So. Mikrofon. Ja, der Hinweis auf das Lager Jarmuk ist sehr gut, weil genau da im Grunde eine innerpalästinensische Revolte gegen die Führung war, sich einfach nur als Spielball der pro-syrischen Palästinenserorganisation und damit auch Assads zu machen. Also dieser Marsch auf die Golanhöhen zum Jahrestag des also Jahrestag 48 vergangenen, es gab ja zwei Märsche im Mai und im Juni, glaube ich, mit Toten an der Grenze zu Israel. Es waren Palästinenser, die zum Teil aus Libanon von der Hezbollah oder den Hezbollah-verbündeten Palästinenserorganisationen geschickt wurden und in Syrien mehr oder weniger auf Druck Assads dorthin gelaufen sind und als Kanonenfutter verheizt wurden. Und dass sie sich danach dagegen gewendet haben, zeigt, dass dieser arabischer Aufstand, wenn man so will, auch auf palästinensischer Seite auf eine Weise angekommen ist. Ein bisschen haben wir ja über Hamas die Entwicklung gesprochen, die Entscheidung von Meshal Damaskus mehr oder weniger bald zu verlassen, ist ja schon ein wichtiger Schritt und zeigt auch nochmal auf, dass Hamas und Hezbollah, wenn wir hier über Achse des Widerstands sprechen, nicht einfach in einen Topf geschmissen werden können, sondern dass Hezbollah ein Produkt Irans ist, von Iran aufgebaut Anfang der 80er Jahre, während Hamas ja schon eine originär palästinensische Bewegung ist und auch die Konflikte innerhalb der Hamas, welchen Weg man nun geht, sind ja noch längst nicht entschieden und es tut sich aber zumindest auf palästinensischer Seite etwas. Ja, also das, ich denke auch, dass jetzt gerade, also auch wenn jetzt ein arabischer Frühling oder den Palästinensern jetzt nicht absehbar ist, den man schon sagen kann, dass eine Organisation wie die Hamas, es geht da, denke ich, nicht nur um das Geld der Golfmonarchien oder jetzt darum, dass die jetzt plötzlich entdeckt haben, Antisemitismus ist doch nicht so cool. Also natürlich steht auch die Angst dahinter, dass in Gaza möglicherweise auch ein Aufstand passiert. So, was die Türkei betrifft, ist es ein bisschen komplizierter. Ich denke, es ist auch so endgültig, kann man es schwer einschätzen. Zum einen schlägt einfach deshalb, weil ich mal sagen würde, dass wirklich alle Regierungen improvisieren im arabischen Frühling und mit demselben. Ich höre dann auch nicht zu den Leuten, die jetzt das türkische Modell den Arabern empfehlen wollen, nicht kann man Islam und Demokratie oder so. Es kann aber natürlich schon dazu kommen, dass es so ähnlich wird wie da. Nicht? Insofern ist es, denke ich, schon interessant, sich das anzugucken. Da muss man dann auf der einen Seite sehen, okay, eine solche irgendwo zwischen Islamismus und islamischem Konservatismus angesiedelte Organisation, die meint schon ernst mit der Islamisierung. Nicht? Also auch davon ist dann auch ein Ausdruck, dann jetzt eine harte Reaktion jetzt gegenüber Israel, zumindest auf diplomatischer Ebene. Aber man ist natürlich auch weit entfernt von iranischen Verhältnissen. Und selbst wenn der Erdogan wirklich so könnte, wie er wollte, würde er jetzt nicht sein Gottesstaat haben. Ja? Und man muss sagen, jetzt im Verhältnis zum syrischen Aufstand verhalten sich die Türken eigentlich ziemlich anstrengend. Ja? Was keineswegs selbstverständlich ist. Jetzt die Politik über den Kurden ist nochmal wieder eine andere Geschichte. Ja? Ich denke, zum einen geht es natürlich schlicht darum, ein Bürgerkrieg im Nachbarland ist immer eine Gefahr. Ja? Also die wollen natürlich gerne, dass er Ruhe ist. Und ich denke, jedem ist mittlerweile klar, dass jetzt die syrischen Aufständischen werden nicht mehr irgendwann einfach nach Hause gehen und sagen, so, das war das jetzt. Ja. Insgesamt scheint es dann auch so zu sein, dass also dann eher, das ist ja auch ganz interessant, ja, kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Türkei hin zur Arabischen Liga und den Golfmonarchien, ja, es sind ja nicht die üblichen Verdächtigen jetzt, nicht? Das heißt, es ist ja kein Kriegsgräber in Washington und so weiter, ja, die Arabische Liga ist das ja diejenigen, die jetzt gesagt haben, Laufheitmissionen muss jetzt nach Syrien geschickt werden. Ja, die Türkei ist etwas vorsichtiger, kommt aber eben eher mit der Safe-Haven-Idee, die aber auch natürlich zu einer militärischen Konfrontation führt. So, das heißt, sagen wir mal, die konservativ-islamischen Kräfte, das sind eigentlich diejenigen, die im Moment sagen, die sogenannte internationale Gemeinschaft muss dann mehr tun. Ja? Das Problem dabei ist natürlich, dass also jetzt die Türkei jetzt nochmal als
letzten Endes noch mehr oder weniger demokratischen Staat auch mal was anderes damit als die Golfmonarchien. Bei den Golfmonarchien besteht natürlich schon die Gefahr, dass die auf ihre Weise einerseits konfessionalisieren und andererseits eben auch Islamisten unterstützen, deren Demokratieverständnis vielleicht weit weniger demokratisch ist als das eines Erdogan, so beispielsweise der Salafisten. Ja, das ist jetzt, wie weit es für Syrien relevant ist, weiß man noch nicht, aber für Ägypten, denke ich, ist es relevant. Ja, und da ist natürlich auch ein Problem. Ja, man kann natürlich sagen, okay, Stufentheorie sozusagen, erst stürzen bei Assad, also First we take Damascus, then we take Riyadh. So eine Theorie könnte man natürlich vertreten, aber ganz so einfach ist es im wirklichen Leben natürlich immer nicht. Gut, insofern, was ich das jetzt schon zufriedenstellend war, es ist ein bisschen, denke ich, schwierig, jetzt wirklich so eine Einschätzung der türkischen Politik zu treffen, weil die sich, glaube ich, auch nicht so wirklich darüber im Klaren sind, was sie eigentlich machen wollen. Natürlich hat auch die Türkei das Interesse als Regionalmacht, auch die hatten wir immer die Vorstellung, die führende islamische Macht zu sein, zumindest für die turksprachigen Nationen, die es dann noch in Zentralasien gibt, aber am liebsten natürlich auch für alle anderen. Auch die haben natürlich erkennen müssen, dass sie ihnen nicht so ohne weiteres folgen. Ich denke, auch das ist jetzt ein Aspekt, dass man sozusagen so ähnlich, wie es auf eine etwas andere Weise der Sarkozy gemacht hat, sozusagen als Wiedergutmachung für die Unterstützung der Diktatur, haben jetzt eine führende Rolle bei der Libyen-Intervention zu spielen, denke ich, dass auch Erdogan da die Vorstellung hat, man könnte politisch und vielleicht auch ökonomisch gewinnen, wenn man sich jetzt sozusagen in Richtung auf die richtige Seite stellt. Nur noch ein Satz dazu, Rolle Türkei. Die Türkei war ja auch ganz anders als jetzt, sich als islamische Macht aufzuspielen. Ende 2008 standen direkte Friedensgespräche zwischen Israel und Syrien kurz bevor. Nur deshalb ist die türkische Vermittlung gescheitert, weil der Gaza-Krieg begann. Also das ist auch eine Rolle, die Erdogan noch vor 3 Jahren spielen wollte, hat sich dann deswegen mit Olmert verkracht. Dann kam die Gaza-Flottille und der israelisch-türkische Konflikt weitete sich aus. Man dachte, er rückt näher an Syrien ran, hat er auch getan, letzten Sommer dann dort die Kehrtwende. Also wenn Jörn sagt, sie improvisieren alle, dann ist das richtig so, aber wer weiß, was in Syrien passiert, vielleicht kann da so eine Mittlerrolle doch wieder auch ein türkischer Part werden. Ich würde jetzt einfach mal eine andere Seite nehmen, aber wie gesagt, Sie kommen alle dran. Ja, und ich habe zwei Fragen. Wie geht man adäquat mit dem iranischen und syrischen Gegner um? Und zweitens, gibt es Zahlenschätzungen bezüglich der Anhängerinnen der Hisbollah und Hamas und auch bezüglich der Profiteure im Iran und in Syrien? Das wird sehr umfassend und sehr allgemein gefragt. Also, das heißt, was Profiteure ist jetzt auch ein weit gefasster Begriff. Es ist sehr schwer, ich würde es mal von Iran versuchen, ja. Es ist natürlich sehr schwer, diese Prozentzahlen zu operieren. Ich würde auch mal sagen, das ist eher als Einschätzung zu nehmen, denn als konkrete Zahl. Ja. Es gibt auch, zumindest das kann man definitiv sagen, in den Unterschichten der Bevölkerung Profiteure. Ja. Also die Basiji sind größtenteils arme Schlucker. Und das Klientelsystem funktioniert halt so, sagen wir mal, der General, der Revolutionswächter, der kriegt die ganze Fabrik und der einfache Basiji-Milizionär kriegt ein paar Vorzugsaktien von der Fabrik. Ne? Also da wird schon auch verteilt und da ist der Ahmadinejad auch ein Meister dran gewesen, nicht? Was allerdings jetzt auch zu inneren Konflikten führt. Also die Leute, die jetzt wirklich dahinter stehen, 20% vielleicht, wie gesagt, ist es wirklich schwer, sowas zu schätzen. Ja? Also, was man definitiv sagen kann, wenn alle dafür werden könnten, müssten sie ja nicht überall. Ja, also das wird auch eine Mehrheit dafür, wenn er halbwegs akzeptabel ist. Ja, das, denke ich, ist schon mal relativ einfach. Und die Tatsache, dass sie jetzt selbst sozusagen Anhänger eigentlich ihrer Ideologie, also Leute wie Musavi, Kabubi, die ja hohe Funktionsträger in den 80er Jahren des Regimes waren,
dass die jetzt schon also im Hausarrest oder fast im Knast sitzen, ja, dass die von den Wahlen ausgeschlossen werden, zeigt schon, dass das immer enger wird. Man hat natürlich in all diesen Ländern eine sehr große Zahl von Menschen, die passiv bleiben. Ja? Also die jetzt ein Wiederbilden sicherlich haben und die sich freuen würden, vielleicht wenn alles besser laufen würde, weil die jetzt von sich aus nicht auf die Idee kommen würden, ja, jetzt wirklich in die Opposition zu gehen, sich auch natürlich da dem Gewehrfeuer auszusetzen und so weiter. Ja. Beim iranischen Regime ist aber eben tatsächlich schon immer zu bedenken, die haben immer noch tatsächlich eine Massenbasis. Wie gesagt, diese 20% sind natürlich eine sehr grobe Schätzung. Ja. Das sind zum Teil ja, Leute, die ideologisch fanatisiert sind. Ja. Da gehören also ganz verschiedene Gruppen zu, beispielsweise. Das kann man sich jetzt psychologisch kann man das natürlich noch ungefähr nachvollziehen. Es gab ja eine Reihe von Müttern, die ihre Kinder ermutigt haben, in den Krieg gegen den Irak zu ziehen. Nicht? Und die sind dann ja, also die haben ja dann quasi die also Jugendliche als Kanonenfutter vorgeschickt über die Minenfelder, die dann quasi dadurch, dass sie explodiert sind, den Weg freigemacht haben für die reguläre Armee. Wenn man jetzt ein Kind in den Tod geschickt hat, da hat man eigentlich nur die Wahl zu sagen, ich habe eigentlich alles in meinem Leben so was von falsch gemacht, dass ich damit bald bekomme. Oder man hängt halt ideologisch zum Regime. Ja. Also auch da gibt es eine Basis beispielsweise von Frauen, das kann man auch manchmal bei Demonstrationen sehen, die jetzt in Mitte 50 sind, die in dieser Zeit also ihre Kinder dem Regime geopfert haben und jetzt nicht wollen, dass dieses Opfer umsonst ist. Das ist eher so ein ideologischer Hang, es gibt Profiteure. Ja. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese Propaganda in den Schulen, in den Moscheen und so weiter betrieben wird, schon ihre Wirkung hat. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine zufriedenstellende Antwort ist, aber es ist auch wirklich schwierig, da jetzt eindeutig mit Prozentzahlen zu operieren. Man muss eben, und das macht halt die, also auch die Revolution im Iran zu einer potenziell zumindest der blutigen Angelegenheit, man hat es eben schon in der Basis des Regimes zu tun, die nicht nur für Geld kämpfen, sondern das auch aus Überzeugung zu, die auch bereit sind, ihr eigenes Leben zu opfern und die nicht so ohne weiteres bereit werden sollen, bereits ein Leben aufzubauen. So noch kurz zu Syrien, auch da ist unklar, wie viel Unterstützung Assad eigentlich noch hat. Er hat weiter Unterstützung, vor allem von der alawitischen oder auch der christlichen Bevölkerung. Also viele Mitglieder der Minderheiten haben einfach Sorge, dass dieser Schutz, den Assad und auch Assads Vater Hafez al-Assad den Minderheiten gewährten, verloren geht, sollte ein sunnitisch dominiertes Regime rankommen. Was auch wichtig ist für die Fortdauer dieses Aufstands und für den Erfolg der Bewegung bzw. den Erfolg Assads sich zu halten, ist, dass Assads engster Führungszirkel noch sehr eng zusammenhält. Also es gibt zwar Berichte, glaubwürdige Berichte über Deserteure der Armee, wobei viele dann einfach zu Hause bleiben, einige tatsächlich überlaufen zur freien syrischen Armee. Der türkische Außenminister hat letzte Woche die Zahl 40.000 genannt. Ich weiß nicht, woher er die hat. Also das scheint mir eine sehr große Zahl an Soldaten zu sein, die dort übergelaufen sind. Aber der Zusammenhalt des Führungszirkels spricht dafür, dass der Aufstand noch eine ganze Weile andauern kann und dass Assad auf jeden Fall noch Gruppen hat, die hinter ihm stehen oder die schweigend zuschauen und sich nicht auf die Seite der Revolution stellen, sondern abwarten, wie es ausgeht. Also auch die Händlerklasse in Damaskus und in Aleppo, die während der Zeit zwischen 76 und 82, als das Assad-Regime Bürgerkrieg gegen die Muslimbrüder führte, sich teilweise den Muslimbrüdern auch angeschlossen haben und einen Generalstreik im Zug gemacht haben. Solche Aktionen gab es bislang nicht. Genau, ansonsten hatten wir da oben noch eine Wortmeldung. Also ich fand den Vortrag ziemlich einseitig, aber auf keinen Fall nüchtern. Ich wollte Herrn Schulz fragen, also warum gehen Sie so sehr, also gewiss davon aus, dass Iran wirklich die Atombombe möchte, also warum Iran unbedingt Atomwaffen möchte und nicht doch friedliche Zwecke nutzt, weil Sie haben ja auch den Nicht-Atomkraft, also Vertrag, dass man also keine Atomwaffen baut, unterschrieben, im Gegensatz zu Israel, die ja diesen Vertrag gar nicht unterschrieben haben und schon längst Atombomben haben, also viele sogar. Die Frage ist jetzt, und wenn Iran überhaupt sowas anstreben würde und sowas bauen würde, gegen wen sollten die das denn überhaupt einsetzen? Also gegen welches Land?
Das ist die Frage. Also gegen Israel auf keinen Fall, weil das, das würde ja sozusagen die Palästinenser rundherum und die Libanesen und so auch mit vernichten. Und außerdem leben in Israel auch 20% Muslime, vor allem Palästinenser, Araber und so. Und dann hätte ich auf jeden Fall noch eine Frage an Herrn Wickel. Und zwar hatten Sie gesagt, dass dieser Prozess ja noch gar nicht begonnen hat, gegen die Hezbollah und so, wegen diesem Anschlag auf Hariri. Aber trotzdem sind Sie davon ausgegangen, dass irgendwie in Den Haag schon die Hezbollah und so weiter, Iran noch oben drauf schon verurteilt wurden oder werden und so. Wie kann das stimmen? Wie passt das zusammen? Das sind also meine zwei Fragen. Danke für die Frage. Ich denke, wir nehmen jetzt einfach noch eine dazu, aber es wird alles beantwortet. Bitte. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar richtet sich die erste zu den Sanktionen. Nach den Irak-Sanktionen, nach den katastrophalen Irak-Sanktionen, gab es einen internationalen Aufschrei und es wurde gesagt, es darf nie wieder solche flächendeckenden Sanktionen geben. Jetzt, besonders nach den letzten Sanktionen gegen den Iran, jetzt wird die Zentralbank sanktioniert und so weiter und so fort. Inwiefern sehen Sie die zivilen Folgen im Iran als kritisch für weitere Sanktionen? Ja, das ist als erste Frage. Und als zweite Frage, wenn die einzige Alternative für eine militärische Konfrontation ein Regime-Change sein sollte, dann sehe ich das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Warum wird gar nicht darüber gesprochen, dass es zum Beispiel gerade wieder Verhandlungen gab, wo eigentlich beide Parteien positiv rausgegangen sind, Iran und Europa, europäische Verhandlungspartner? Und warum wird gar nicht weitere Energie dafür eingesetzt, dass versucht wird, eine friedliche Lösung zu erreichen? Es wurde in keinem Satz hier erwähnt. Gut, danke. Jetzt vier Fragen. Vielleicht einfach mal, machen wir einfach die Reihenfolge nach. Zuerst die Frage nach der iranischen Bombe. Wofür und überhaupt? Ja, gut, es ist natürlich jetzt nicht so, kann ich natürlich jetzt sozusagen die gesamte Beweisführung nicht schriftlich und mit Dokumenten und so weiter entfalten. Es ist definitiv aber so, dass jeder Staat, der den gesamten Brennstoffkreislauf in der Atomkraft im eigenen Land haben will, dass man ihm dieser Staaten unterstellen muss, dass er zumindest sich die Option aufrechterhält, eine Atombombe zu bauen. Dies deshalb, weil alles andere viel billiger wird. Wenn man also Atomkraft nur zur Energieerzeugung haben will, man darf nicht vergessen, die Iraner haben ihr erstes Atomkraftwerk erst vor sehr kurzer Zeit überhaupt in Betrieb genommen, dann kann man eigentlich alles sehr viel billiger einkaufen. Die Atomindustrie hat Überkapazitäten und wäre froh und dankbar, wenn sie noch ein paar Aufträge aus dem Iran bekommen würde für Brennstoff, Brennelementeherstellung, Entsorgung und diese ganzen Geschichten. Und es wäre halt auch durchaus möglich, wenn man jetzt Angst hat, dass sich des iranischen Regimes der Westen boykottiert einen da und so weiter, stehen noch Russland und China auch als entsprechende Lieferanten noch zur Verfügung. Was die Iraner machen, ist, ist ungefähr damit vergleichbar, wenn jemand sagt, ich will mir ein Auto kaufen und kauft sich aber vorher schon 100 Ölquellen, der Raffinerie und ein Tankstellennetz. Ja? Also mit anderen Worten, es wird so viel Brennelemente hergestellt, wie die Iraner nicht mal dann wahrscheinlich brauchen würden, wenn sie wirklich ihr Atomprogramm, was auf dem Papier steht, und natürlich auch den Bau weiterer Kraftwerke vorsieht, wenn sie das irgendwann mal verwirklichen. Ja? Das ist schlicht und einfach nicht glaubwürdig. Die Urananreicherung nur für ein einzelnes Atomkraftwerk ist ökonomischer Irrsinn. Ja? Und man kann den Extremisten viel vorwerfen, aber Geschäftsleute sind sie für sich. Ja? Der zweite Punkt, und das ist Nummer eins, aus sozusagen dem reichhaltigen Material hinauszunehmen. Der Sanktionsmechanismus ist ja nur deshalb in Gang gekommen, weil der Iran gegen seine Verpflichtungen, die er selbst eingegangen ist, bei der Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrags verstoßen hat. Eine Geschichte, die herausgekommen ist und die eben auch nicht, was ja meistens das Argument ist, das kommt jetzt nur vom Mossad oder vom CIA, das kommt jetzt direkt von den Inspektoren der IAEA, ist eben, dass die Iraner definitiv an einem Sprengkopf gebaut haben, der es möglich macht, also eine Atombombe auch auf eine Rakete zu platzieren. Das heißt, also müssen wir jetzt ganz kurz ein bisschen auf die Atombombenproduktion eingehen. Es gibt da halt zwei große Probleme. Das eine ist die Zündung. Also es wird ja so gemacht, dass man die kritische Masse aufteilt und erst im Moment der Zündung den konventionellen Sprengstoff zu
Flammen schießt. Und das muss, der Sekundenbruchteil ist auch noch untertrieben, das muss noch viel schneller geschehen, in tausendstel Sekunden. Hier ist das technische Problem. Das zweite ist, es muss im Fall des Iran, der zwar ein paar Kampfflugzeuge hat, die man jetzt als Krieger verwenden könnte, aber die würden nicht durch die entsprechende Luftabwehr kommen. Also man muss es auch mit Rakete kriegen. So, und zu den Erkenntnissen, die jetzt auch in den neueren Berichten drin sind, ist eben, dass die Iraner entsprechende Sprengtests gemacht haben, wo wirklich es keine andere Möglichkeit gibt, wozu man das brauchen kann, außer eben, wenn man testen will, wie man schon mal funktioniert. Ja? Es ist jetzt, wie gesagt, nicht möglich, jetzt hier an Dokumenten und so weiter, das alles nachzuvollziehen. Ja? Weil wer ein Atomkraftwerk hat, braucht es eben noch lange nicht den gesamten Brennstoffkreislauf. Und wer den Brennstoffkreislauf dermaßen überdimensioniert, wie das der Iran getan hat, ja, da ist der Fall eigentlich ziemlich klar. Ich glaube, kommen wir jetzt nochmal auf diese Geschichte zurück. Es ist halt immer dieser Zwiespalt oder so eine doppelte, ja, eine etwas eine Doppelbewertung. Nicht, wann kann man jetzt von einem militärischen Atomprogramm sprechen? Erst dann, wenn der Sprengkopf oben drauf geschraubt wird, oder schon dann, wenn man aus politischen und wie auch vom konkreten Beweismaterial her sagen kann, das Programm hat militärische Ziele. Ja? Also da haben wir halt das Problem, dass die IAEA, auch das würde jetzt ein bisschen weit führen, auf die gesamte Geschichte einzugehen, normalerweise das Ziel hat, die zivile Nutzung der Atomkraft zu fördern. Ja? Und das widerspricht insofern dem Ziel, die Verbreitung von Atombomben zu verhindern. Und die Technologien, die man für beides braucht, sind normalerweise die gleichen. Ja? So, das heißt, und darauf baut eben auch das iranische Regime wirklich einen sozusagen gerichtsverwertbaren Beweis. Den hat man tatsächlich erst dann, wenn der Atomtest gemacht wird oder und wirklich den fertigen Sprengsatz. Vorher ist es in dem Punkt tatsächlich schwierig. Insofern ist es eine politische Bewertung, die sich aber auf materielle Beweise stützen kann. Was jetzt den Einsatz betrifft, ich versuche ein bisschen kürzer zu fassen, das ist natürlich unklar. Ja, ich würde auch nicht damit rechnen, sobald sie die erste Bombe zusammen haben, schießen sie die auf Tel Aviv. Die Argumentation jetzt, das trifft auch andere, okay, das kann natürlich passieren. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt wieder etwas zynisch, ja, aber das soll man die Atombombe auch nicht überschätzen. So groß ist die Wirkung dann auch nicht, was die Iraner zusammenbasteln können, dürfte ungefähr dem Hiroshima-Sprengkopf entsprechen. Das heißt, man müsste tatsächlich, wenn es jetzt um Israel gehen sollte, jede einzelne größere israelische Stadt bräuchte sozusagen eine eigene Atombombe dafür. Der Libanon wäre auf dem Vorbau getroffen. Die israelischen Araber hätten ihn überhaupt nicht gehabt. Aber da gibt es ja auch unter Islamisten die Vorstellung, dass Leute, die beim Dschihad sozusagen Kollateralschaden sind, wie man das mal ausdrücken würde, dass die dadurch zu Märtyrern werden. Also das ist ja schon eine ideologische Rechtfertigung, wenn man es aus Sicht von Hardcore-Islamisten diesen Leuten sogar einen Gefallen tut. Dass sie diesen Märtyrer-Bonus bekommen ohne eigene Anstrengung. Ja? Also insofern, das Problem hat man ideologisch gelöst. Und sicherlich würden natürlich auch eine Reihe von Arabern und Muslimen dabei betroffen sein, aber ja, das fürchte ich, wird das iranische Regime im Zweifelsfall nicht so sehr interessieren. Ja. Es ist wie gesagt durchaus nicht gesagt, erstmal, dass ein Atombombeneinsatz sozusagen dann gleich auf dem Programm steht. Es ist auch nicht klar, richtet er sich dann vorrangig gegen Israel. Es ist durchaus denkbar, dass es auch einen Krieg mit arabischen Staaten, mit arabischen Konkurrenten gibt. Sicherlich ist es erstmal ein Drohmittel. Ich denke, die Gefahr ist dann am größten, wenn das Regime endgültig mit dem Rücken zur Wand steht. Also in einer Situation ungefähr wie Assad jetzt ist, wenn man nichts mehr zu verlieren hat und der Welt nochmal eine Botschaft hinterlassen kann. Dann wird es wirklich gefährlich. Gut, danke dafür. Ansonsten vielleicht Markus die Frage zum Hariri-Tribunal. Ist das nicht eine Vorverurteilung und welche Bedeutung hat das hier? Es ist richtig, dass noch kein Urteil gefallen ist in dem Hariri-Prozess, der hat auch noch gar nicht begonnen, aber eine Anklageschrift ist eingereicht, ist veröffentlicht worden letztes Jahr und in dieser Anklageschrift erhebt der Chefankläger Daniel Belmar den Vorwurf, dass der vorhin erwähnte Schwager Imad Mohniers, Mustafa Bahra-al-Din, der Drahtzieher des Anschlags auf Hariri war. Und daneben sind noch drei weitere Hisbollah-Mitglieder genannt, die diesen Anschlag auf den Boden ausgeführt haben soll. Politische Motive für den Anschlag nennt die Anklageschrift nicht. Die findet man vielleicht in den Berichten, die Detlef Mehlis oder Serge Bramatz vorher veröffentlicht haben, wo eben diese syrische Verwicklung, die politischen Gründe, wie so ein Hariri, der ein
von Syrien unabhängigen Libanon haben wollte, ein Dorn im Auge Assads war und deshalb beiseite geschafft werden sollte. Gut, dann nochmal an Jörn, vielleicht die zwei letzten Fragen, vielleicht mit etwas knapperen Antworten, ja, ja. Die Frage nach Sanktionen. Im Irak ist das ja dann irgendwann sehr hässlich geworden, auch für die Zivilbevölkerung. Ist das der falsche Weg und Verhandlungen mit Iran, warum hast du darüber nicht geredet? Gut, also Sanktionen würde man sozusagen oft trennen. Ja? Die Art und Weise, was im Irak in der ersten Hälfte der 90er Jahre gemacht hat, war die verkehrt. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre, darum, was das eigentlich geschrieben ist, ja? Weil es aber an Öleinnahmen um sich geht, das für die Versorgung zur Bevölkerung zur Verfügung stellt. 1995 war genauso viel wie vorher. Und theoretisch hätte das Regime das auch zur Versorgung des Bevölkerung ausgegeben. Wenn das da nicht passiert ist in der zweiten Hälfte, ja, dann geht es auch zu Saddam Hussein zurück, während in der Tat das, was in der ersten Hälfte passiert ist, dann sozusagen als Hungerblockade natürlich kritikwürdig ist. Worum es im Moment geht, sind ja Sanktionen gegen die Ölwirtschaft. So. Das heißt, jetzt endet dagegen, dass man das entsprechende Kapital hat, um entsprechend militärisch aufrüsten zu können, um ein Atombombenprogramm betreiben zu können. So, natürlich müsste man gegebenenfalls, wenn es tatsächlich zu einer Hungerkrise kommen sollte, was erstmal noch nicht absehbar ist, müsste man natürlich irgendwas dagegen unternehmen. Wobei natürlich auch die andere Seite immer zu beachten ist, also die Frage natürlich auch ist, warum ist es wichtiger jetzt, dass die Revolutionswächter ihre neuen Raketen bekommen und man die Uran anreichern kann, obwohl man das anders so viel billiger kaufen könnte, selbst wenn man unbedingt meint, man braucht ein Atomkraftwerk, das Iran vernünftig liegen. Also ich denke, das ist jetzt eine Frage, da kann man in Zukunft, wenn es tatsächlich zu humanitären Notlagen kommen sollte, müssen wir das natürlich entsprechend auch mal diskutieren. Grundsätzlich ist es aber durchaus so, dass Oppositionelle häufig solche Sanktionen, wie es damals beispielsweise auch der ANC getan hat, unter dem Apartheid-Regime befürwortet, auch dann, wenn sie die Bevölkerung treffen. Ja? Also das war damals ja auch, damals war es eher sozusagen, kam es eher von der Rechten, das gesagt wurde, gut, die kommen schwarz, das können wir doch nicht machen. Nicht um die Apartheid, da muss man verhandeln und reformieren und was weiß ich was. Heute kommt es eher aus der Linken. Also ich denke, was immer ein sehr wichtiger Punkt bei mir, man sollte natürlich mit möglichst repräsentativen Oppositionsgruppen über diese Dinge reden und durchaus auch auf die hören, was sie zu sagen haben. Ja. Das ist, denke ich, auch eine Bedingung für die, oder ist jedenfalls sinnvoll für die Weiterführung der Sanktionspolitik. Dennoch kann es natürlich sein, dass die Leute durchaus bewusst sagen, okay, das geht jetzt auch erstmal noch weiter auf unsere Kosten, weil wenn das Geld knapper wird, heißt das ja nicht, dass das Regime dann der Bevölkerung hier zukommen lässt und auf seinen eigenen Anteil verzichtet. Aber im Rahmen des Kampfes um den Regime-Change, wie es auch eben unter der Apartheid war, kann das eben sinnvoll sein. Gut, was die Verhandlungen betrifft, ist natürlich ein Problem, worüber verhandelt man überhaupt? Ja, wenn der Iran sagt, die militärische Atomprogramm gibt es nicht. Das ist der Punkt der Verhandlungen. Ja, worauf will man hinaus? Also bis jetzt jedenfalls gibt es auf iranischer Seite keine Bereitschaft, ein ernstzunehmendes Zugeständnis zu machen. Ja? Und das grundsätzliche Problem ist eben nicht, und da muss man natürlich auch wirklich Kritik am internationalen Recht üben, was eben diese Möglichkeit dieser zivilen Nutzung bis kurz 5 mm vor der Atombombe zulässt. Das macht diese Verhandlungen natürlich häufig etwas fragwürdig, nicht weil die Iraner ganz zu Recht dann auch sagen können, wieso, wir dürfen das doch. Wir müssen uns sogar die Technologie kostenlos zur Verfügung stellen. Ja? Da denke ich, muss die Kritik eher dem internationalen Recht gelten, dass das tatsächlich notwendig macht. Ja? Fakt ist aber, wenn man es jetzt wieder juristisch betrachtet, die Iraner verstoßen gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen auf das Sanktionsregime. Ja? Und politisch würde ich jetzt sagen, auch als Kritiker der zivilen Nutzung der Atomkraft, ja? Ja, auch das sollte man besser bleiben lassen. Ja? Und also eine Bereitschaft, das, was sie tun, aufzugeben, ist seitens des Irans einfach nicht erkennbar. Die Geschichte geht ja schon seit 10 Jahren. Danke. Weitere Beiträge? Es sind wieder viele. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt da oben der Herr und dann war hier unten noch eine Meldung und dann vielleicht Stefan und dann kommt die nächste Runde. Hallo, mein Name ist Harry Lehr. Ich habe eine Frage zu der Beteiligung von Amerika bei möglichen Primitivschlag von Israel auf den Iran.
Ich habe zwei Äußerungen im Gedächtnis. Zum einen hat Obama trotzdem betont, Israel ist ein wichtigster Alliierter. Zum anderen gab es andere Signale, dass er Sarkozy beigepflichtet hat, Netanyahu aus dem Lügner und Panetta ausgesagt hat, Israel hat sich nicht genug in der arabischen Welt, im arabischen Frühling engagiert und ist deshalb ins Hintertreffen geraten. Wie würden Sie einschätzen, ob die Amerikaner sich beteiligen würden bei einem Präventivtreffen? Gut, ansonsten hatten wir hier vorne noch den Herrn, mit, der sich da angemeldet hat. Okay, wir stehen gerade neben Christian Zimmermann. Ja, aber es, danach kommt sie dran. Ich habe nur eine These, und zwar seit Tagen liest man auch, dass aus dem Irak sich bewaffnende Einheiten nach Syrien begeben. Findet nicht längst in Syrien ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran statt? Okay, und wie gesagt, hier vorne der Herr. Dankeschön, mein Name ist Akhwari. Ich darf eine Bemerkung bzw. eine Ergänzung zu dem, was Herr Schütz genannt hat, mit dem Einsatz der Bombe nennen. Und zwar, eins ist ganz klar, diese Bombe wird in erster Linie gegen das Volk eingesetzt. Schauen Sie sich mal Nordkorea mit so viel verhungernden Menschen da. Erstens, sie haben auch wirtschaftliche und unwirtschaftliche und unökonomische Aspekte hingewiesen, während solche Länder, solche entwickelte Länder wie Deutschland versuchen, sich aus dieser Atom zu befreien, kriegt so ein Regime in solche Programme, und zwar mit russischen Atomtechnik. Und das wird ein Land, oder das wird das Volk eigentlich nicht, denn die kommen ja mehr in Abhängigkeit mit Uran, denn Iran hat nicht so viel Uran, ist hingewiesen, die Uran von Ausland zu kaufen und mit sehr großen Preis und viel mehr zahlen sie als normal, wenn sie es unter normalen Umständen kaufen könnten. Das wollte ich gerne mal sagen. Okay, danke schön. Ja, wir bestreiten das jetzt damit so ein bisschen, würde dann später auch um kurze, präzise Stellungnahme bitten. Vielleicht diesmal möchtest du anfangen mit der Frage nach dem Stellvertreterkrieg. Tobt der nicht schon längst in Syrien? Ja, der Hinweis auf die Islamisten, die aus Irak nun nach Syrien zurückkommen, ist wichtig. In den vergangenen Jahren, 2003 oder 2004, war ja der Vorwurf an die Syrer, die Islamisten nach Irak ziehen zu lassen, um dort die Amerikaner zu bekämpfen. Das sind ja zum Teil auch einfach ganz normale Waffenschmuggler, ohne unbedingt politische Interessen dahinter, die ihre Waffenreservoirs haben und die an die Meistbietenden verkaufen. Ob das ein Stellvertreterkrieg Irans gegen Saudi-Arabiens ist, bin ich mir nicht sicher. Was man in Syrien aber tatsächlich beobachten kann, ist sowas, was ich vielleicht als Libanisierung Syriens bezeichnen kann. Wenn wir uns erinnern, als der Bürgerkrieg im Libanon begann, sprach man immer von der Balkanisierung des Libanon, sprich jeder gegen jeden, Christen gegen Muslime, Sunniten gegen Schiiten etc. Dann endete der Bürgerkrieg im Libanon 1990 und in Jugoslawien begann ein Bürgerkrieg, dann sprach man auf einmal in Jugoslawien von der Libanisierung Jugoslawiens. Jetzt findet in Syrien das statt, was im Libanon damals stattfand, nämlich dass diese auch multikonfessionell gespaltene oder aufgedröselte Gesellschaft in ihre Einzelteile zerfällt. Das sind nicht nur konfessionelle Bruchlinien, aber sicherlich auch. Und Saudi-Arabien als Förderer extremistischer, sunnitischer Strömungen spielt in Syrien natürlich eine Rolle, hat auch über Jahre einen Konflikt gehabt mit Syrien. Hariri, der Name fiel heute schon öfter, war ja nicht nur libanesischer Ministerpräsident, sondern auch saudi-arabischer Staatsbürger. Und als er ermordet wurde, war Saudi-Arabien ganz vorne dran, Syrien zu kritisieren. Inwieweit deshalb Saudi-Arabien dann Interesse hat, dass Assad stürzt, ist offensichtlich. Ich würde trotzdem nicht von dem iranisch-saudischen Stellvertreterkrieg sprechen, weil die Interessen Syriens als arabische Regionalmacht stark genug sind, um sich da nicht nur als Anhängsel Irans zu begreifen.
Dankeschön. Und dann vielleicht eine kurze Einschätzung von Jörn zum Thema Präventivschlag USA. Gut, also wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil gerade wenn öffentliche Äußerungen in diese Richtung kommen, dann wird das in aller Wahrscheinlichkeit nichts mit dem zu tun haben, was dann wirklich im Gewissen besprochen wird. Grundsätzlich ist es so, wie schon anfangs gesagt, also die Israelis haben immer gesagt, eigentlich betrachten wir das gar nicht so sehr als unser Problem, das heißt, wir sind die internationale Gemeinschaft. Gut, da passiert jetzt ein bisschen was, dennoch kann es sein, dass es zu militärischen Aktionen kommt. Rein militärisch gesehen wird es den Israelis sehr, sehr schwer fallen, das wirklich alleine zu machen. Das fängt also bei ganz banalen Sachen wie Überflugsrechten an. Die Flugzeuge müssen betankt werden. Spätestens dafür brauchen wir die Zustimmung zumindest einiger arabischer Staaten, weil mit den Kampfjets kommen sie vielleicht nicht so durch, die kann man vielleicht nicht abschießen. Aber so ein Tankflugzeug ist also der Zielscheibe da, das ist ein Problem, das abzuschießen. Das heißt, ganz ohne die Kooperation der USA würden sie das wahrscheinlich nicht hinkriegen, zumindest wo die entsprechenden Waffensysteme, die dafür theoretisch geeignet werden, so Cruise-Missiles oder so, noch nicht so weit. Das heißt, wenn, denke ich schon, wäre es sozusagen eine Geschichte, die mehrere Staaten machen würden. Falls es passiert, sollte es mich nicht wundern, wenn. Also sagen wir so, es gibt zwei Optionen. Ja? Es gibt eine Option auch, die unter Umständen die Israelis völlig raushält. Ja? Das ist eine Möglichkeit, dass das Amerikaner und Golfmonarchien zusammen machen. Dass es die Amerikaner alleine machen. Die Israelis, denke ich, werden es im Alleinen wirklich nur im alleräußersten Notfall tun. Ja? Ob dieser Notfall jetzt schon gegeben ist, würde ich noch bezweifeln, diese Geschichte mit der Verbunkerung, also dass man irgendwann sagt, okay, da kommt man jetzt nicht mehr ran. Mag sein, ich finde es nicht so ganz überzeugend, ja, weil wie tief kann man tatsächlich so eine riesige industrielle Anlage verbunkern und selbst wenn man das tut, dann ist vielleicht die Anlage verbunkert, aber die muss ja auch mit Strom versorgt werden. Ja. Die Urananreicherung kostet ohne Ende auch Energie. Ja. Die Amerikaner haben, glaube ich, für die ersten Atombomben 10% des Stroms der USA verbraucht. Das mag jetzt im Iran, ja, wird vielleicht auch jetzt mehr Strom verbraucht. Ist. 50 Jahre in den USA, aber nur mal so als Anhaltspunkt. Ja, es geht nicht nur um die Verbunkerung bestimmter Anlagen, es gibt eine Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Ja. Das andere Problem ist allerdings natürlich auch, dass es mittlerweile so komplex geworden ist, dass man auch nicht weiß, wer hat jetzt wo was versteckt und natürlich auch die Iraner in der ganzen Menge Zeit hatten, sich auf den Angriff vorzubereiten. Ja. Also ich würde aber schon damit rechnen, wenn es zu einem so einem Angriff kommt, wird es ein Angriff mehrerer Staaten. Gut, danke. Ich glaube, hier war es nur ein Statement, keine Frage. Insoweit würde ich jetzt hier Stefan um das Wort geben. Und ansonsten gibt es noch Leute, die sich ganz am Anfang schon gemeldet hatten. Wir hier einen Herrn und den Herrn da vorne als nächstes dann. Ganz kurz zwei Anmerkungen. Das eine ist, falls es nicht mitbekommen wurde, gestern gab es einen Report Mainz. Den Beitrag über die deutsche Regierung und ihre bzw. die deutschen Behörden, dass sie seit 2019 wussten, dass in Syrien gefoltert wird und trotzdem 73 Syrer abgeschoben haben, wovon mindestens 14 im Land in syrischen Gefängnissen, von 5 ist bekannt, dass sie schwersten Folterungen ausgesetzt worden sind. Kann man auf der Webseite Report Mainz sich angucken und den Fernsehbeitrag auch noch angucken. Und das andere ist halt, einige von den hier Anwesenden kennen ja Umov, den Nah- und Mittelostverein, der ja um die Ecke hier seinen Sitz hat und die ganzen wirtschaftlichen Beziehungen regelt, mit ihrem Ehrenvorsitzenden, Herrn Gerhard Schröder, der 2009 bei Khatami und Ahmadinejad vor Ort war. Da ist ja eine wunderschöne fünfseitige Bildserie auf der Webseite der Umov. Und die Umov feiert dieses Jahr ihre Jahreskonferenz am 8. Mai. Am 8. Mai hier in Berlin. Und das eine ist, ich würde gerne mal ein Statement von euch haben, wie ihr die Umov einschätzt in ihrer Politik bezüglich der ganzen Nah- und Mittelostraum mit Schröder. Wenn man sich die Fotos anguckt, wer da alles so an wichtigen Leuten aus Deutschland mitmischt. Also, das ist halt diese Doppelmöglichkeit, diese Doppelmoral. Und dann ein Appell auch nochmal, sich das zu überlegen, dann am 8. Mai was dagegen zu unternehmen oder auch im Vorfeld schon. Okay, es gab hier ganz lange die Wortmeldung und dann den Herrn hier vorne. Ja, Schenk ist mein Name. Ich habe ein paar Fragen. Einmal zu den sunnitischen Eier zwei. Ja.
so nicht Islamisten weniger problematisch im Moment für uns hier im Westen als vielleicht schiitische Islamisten. Moderat wird auch gern benutzt, das Wort. Worauf soll man zum Beispiel bei den ägyptischen Muslimbrüdern wirklich konkret entnehmen, dass sie sozusagen gegenwärtig in einer gewissen Konfrontation zum iranischen Regime stünden, zumal in den vergangenen Monaten es immer wieder Stimmen in Kairo gab, sowohl aus der Generalität als auch aus anderen politischen Kreisen, doch engere Beziehungen zum Iran anzustreben, auch wenn das dann wieder zurückgenommen wurde unter dem Druck der USA. Aber es ist doch da. Oder die Türkei hatte einen früheren Vorgänger, der jetzigen AKP, der Erbakan, der reiste mit dem Iran Botschafter durch die Türkei und ging sein gemeinsames Leben. Also ich kann auch nicht erkennen, dass die grundsätzlich nicht imstande seien, sich mit islamistischen Zielsetzungen zu verbünden. Und zweitens zur deutschen Politik, es war kürzlich die Münchner Sicherheitskonferenz mit einem Vorsitzenden, der Ischinger, der hatte quasi schon vorwegnahm, der Iran wird Atombomben haben und wir Europäer, oder ich meine vor allem wir Deutschen, wir werden eine ganz knallharte Containment-Politik wie im Kalten Krieg gegen den Iran machen. Sozusagen knallhart, da geht es gar nicht, da werden sie zusammenbrechen bei dieser Containment-Politik. Wie könnten Sie, wie beurteilen und analysieren Sie diese vorweggenommene Akzeptanz der Bomben der Atombomben? Vielen Dank. Und dann hatten wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Ja. Vielleicht zum Mikrofon. Nein, für die Aufnahme. Okay. Wir haben jetzt hier sehr viel und sehr erkenntnisreich vor allem spekuliert über militärische Optionen und Interessen der Regierungen und Herrschenden. Mich würde ein bisschen noch zum Schluss mehr Spekulationen in die Richtung interessieren, wie die gesellschaftliche Dynamik insbesondere in Syrien überhaupt war. Also Markus hat die Bürgerkomitees angesprochen, inwieweit, wo die hinträgt. Also was war überhaupt der Motor der Aufstände in Syrien und was ist davon üblich, in welche Richtung geht es? Vielleicht kann Markus da noch ein bisschen was zu sagen. Gut, vielen Dank. Ich denke, der erste Punkt hier, der Skandal mit Folter und Abschiebung, denke, muss man jetzt, ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen wollte, aber es ist auf jeden Fall gut, dass das hier nochmal angesprochen wird. Und dann war der zweite Punkt, der kam, die Frage nach Numov, so vielleicht im weiteren Sinne, was will die deutsche Wirtschafts-Nahost-Lobby, was ist vielleicht ihre, ja, bezüglich Iran oder auch Syrien, was ist da das Interesse des Kapitals? Was sagt die FAZ dazu? Ich kann da nichts zu sagen, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Gut, das Kapital wird natürlich immer Geschäfte machen. Nicht? Das ist jetzt doch erstmal keine so große Neuigkeit. Aber sagen wir es mal so: Also, ich habe jetzt hier auch wenig über deutsche Außenpolitik gesprochen, weil glücklicherweise außerhalb Europas die nicht wirklich vor der Presse zu haben. Ja? Auch im Nahen Osten. Nicht? Ich meine, jetzt hier diese Entscheidung, jetzt sich Libyen zu enthalten und so weiter, nicht? Das, also, niemand interessiert sich eigentlich jetzt im Nahen Osten jetzt wirklich großartig dafür, was die Deutschen darüber denken. Ja, also wichtig sind natürlich die USA und innerhalb Europas sind es vor allem jetzt momentan Frankreich, also Nordafrika und immer noch Großbritannien. Ja. Was jetzt die deutsche Außenpolitik gegenüber dem Nahen Osten tatsächlich auszeichnet, nicht? Und wo Numov natürlich eine wichtige Rolle spielt als Rückorganisation, ist halt Geschäfte machen um jeden Preis. Sind also zumindest, also wenn man es mal vorsichtig ausdrücken will, sehr zögerliches Herangehen an Sanktionen, wenn es damit zu tun hat, dass man wirklich auf ein Geschäft verzichten muss. Ja? Also Siemens hat noch 2009 in Teheran angeboten, Fortbildung in Gaszentrifugentechnologie, also das auch zur Verwandlung verwendet wird. Mittlerweile ist die Seite zumindest von der Homepage weg, wahrscheinlich gibt es die Fortbildung noch nicht mehr. Ja? Und Numov ist sicherlich, also ich bin jetzt auch kein Experte für den Verein, aber da versammeln sich natürlich jetzt die Leute, die zumindest sagen, von so Demokratie und Menschenrechten solche Fragen sind bei der Geschäftemacherei nicht wichtig, möglicherweise auch, aber das führt uns jetzt ein bisschen weit. Stehen dann natürlich auch außenpolitische Ziele dahinter, die ein bisschen weitergehen. Also es gab immer wieder diese Äußerungen, jetzt wir Deutschen suchen uns unsere
Begründeten selber am besten schon gut, aber wenn man besser mit den Russen kann oder mit den Chinesen oder vielleicht auch mit den Iranern, ja, dann hat man es eben so. Ich denke mal, zum einen würde uns das heute auch ein bisschen weit führen. Das ist erstmal noch ziemlich unausgegoren und ja, also ist eine mögliche Gefahr, ja, dass man also noch stärker als bisher da auf diverse Diktaturen zugeht, Autokratien wie Russland. Aber das ist noch nicht so wirklich absehbar. Definitiv kann man sagen, nur noch, wenn man sich mit Händen und Füßen gegen die Iran-Sanktionen gewährt, das tun sie wahrscheinlich auch jetzt, auch wenn man es nicht mehr mitkriegt. Und was man vielleicht aus der, um vielleicht zu dem Unterschied zu kennzeichnen, das, was es andere Staaten handhaben, aber auch in den USA, wo es Kapital natürlich verdienen und so. Nicht? Hier in Deutschland hat man, da ist, glaube ich, diese Kuschelei und diese Konsensgesellschaft, das auch bei dem Wulff und seinen ganzen Mini-Skandalen rauskam, und einer will dem anderen nicht auf die Füße treten. Also in den USA ist es halt so, man hat einen großen Spielraum als Unternehmer, aber wenn der Staat sagt, das machst du nicht, dann macht man das auch nicht. Und wenn man das doch macht, dann kann man auch 10 Jahre Knast landen. In Deutschland völlig undenkbar. Ja. Das hat, glaube ich, wirklich was mit so einer speziellen politischen Psychologie der herrschenden Klasse und ihres Personals hier zu tun, die ich jetzt weder wirklich analysieren kann, noch dass man das halt auch wirklich nachweisen kann. Aber der Unterschied ist tatsächlich sichtbar, nicht? Weil die Amerikaner haben die auch beschäftigt haben, ja, aber die ziehen die Sanktionen immer halt durch. Ja, das kann man sich auch im Internet angucken, da gibt es einmal im Monat einen Bericht, und wenn da einer für 50.000 Dollar irgendwas an der Amtmodell verkauft hätte, gibt es aber Ärger. Das ist in Deutschland. Ja, ein bisschen schwierig. Und dann vielleicht noch diese politischen Islamisten und die Mäßigung ganz kurz. Also das mit der Mäßigung muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ja? Ich plädiere da durchaus für Misstrauen. Ja? Das muss man einfach abwarten. Ja? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Türkei gesprochen. Was man da sehen kann, ist auf der einen Seite die Betreibung ihrer Art der Islamisierung. Ja? Man kann jetzt sagen, also Erdogan war tatsächlich noch Islamist. So, erste Amtszeit Erdogan. Eher demokratisch, zweite Amtszeit macht man wieder ein bisschen mehr Islam. Dennoch muss man natürlich sagen, es ist keine islamistische Diktatur und darauf läuft es auch nicht hinaus. So. Das heißt also auch, wie gesagt, also natürlich werden wir sich mehr Säkularismus wesentlich lieber, ja, am besten treffen wir völlig Religion und Politik. Es kann natürlich schon das sein, was da auf einen zukommt. In Ägypten, vielleicht auch in Tunesien, dass etwas säkulärer ist, müssen wir jetzt bedenken. Eigentlich wirklich freien Wahlen hatten wir in Tunesien, nicht in Ägypten, wo auch manipuliert worden ist, vor allem die 20% für die Salafisten, die ausgesprochen verdächtigt, aber die kommen aus dem Nichts. Ja. Wenn man sich Tunesien anguckt, kann man es auch umgekehrt betrachten, 60% der Bevölkerung haben explizit säkuläre linksliberale Parteien gewählt. Ja. Also die Mehrheit, nur dass die halt zersplittert sind. Ja. Die Ennahda ist eine Front. Ja. Aber die 60% Säkularisten hat man halt auch. Ja? Und das wissen auch die Islamisten. Ja? Und ich denke, die Realpolitik, die drängt sie wirklich zu müssen. Und deshalb auch die Absage, unter anderem deshalb die Absage an den Iran. Das spielt natürlich auch machtpolitische Faktoren eine Rolle. Ja? Das ist ein bisschen ein Pendant halt dazu, was man in der Phase des arabischen Nationalismus gehabt hat. Ja? Wenn von arabischer Einheit die Rede war, war es im Grunde immer die Absicht eines Staatschefs im Rahmen der feindlichen Übernahme, einen anderen Staat zu übernehmen. Ja, und bei den Islamisten funktioniert das natürlich nicht so viel anders. Das heißt, auch jeder, der jetzt sich zu Ende mit dem Iran anbindet, weiß natürlich, wenn das gar zu Ende wird, ja, dann Bündnis kann einen Vorteil bringen, ja, aber man kommt natürlich auch immer auf seine eigenen Interessen. Und die sind im Falle der ägyptischen Islamisten definitiv nicht auf iranischer Seite, ja, weil egal, wo man das Geld herkriegen will, aus dem Westen oder von den Golfmonarchien, in jedem Fall ist eine Distanz. Gut, Dankeschön. Markus, ich habe es vorher erwähnt, du kommst gerade aus Ägypten, vielleicht das hat noch ein Statement dazu. Und dann war die Frage zum Schluss noch mit Syrien und wohin treibt da die Protestbewegung? Ja, vielleicht bei Ägypten nur ergänzend zu Jörn. Ich war in den Tagen in Ägypten, als es das Massaker in dem Fußballstadion in Port Said gab und darauf folgend die Zusammenstöße vor dem Innenministerium in Kairo selbst. Dort schießen Polizei auf der einen Seite und die Tahrir-Bewegung, nenne ich sie mal, also die Basis des Aufstands vom vergangenen Jahr aufeinander. Die Muslimbrüder hielten sich eher im Hintergrund. Es ist ja oft die Rede von einem Geheimpakt zwischen Militär und Muslimbrüdern. Auf diese strategische Frage werden die Muslimbrüder, wenn sie dann auch noch den Präsidenten stellen sollten nach den Wahlen im Sommer, sich wieder dem Iran mehr annähern oder doch mehr den Golfmonarchien oder überhaupt die Rolle Ägyptens als
große zentrale Regionalmacht wieder einnehmen. Da ist, finde ich, sehr viel im Fluss und es wäre pure Spekulation, was zu sagen, ob es da, das hängt glaube ich auch von den Wahlen in den Vereinigten Staaten ab, ob Obama nochmal dran bleibt oder ein Republikaner drankommt. Auch die Entscheidung der Hamas, sich von Iran zumindest ein bisschen, ja nicht offen zu distanzieren, aber sich mehr den Golfmonarchien anzunähern, ist ja auch noch keine endgültige. Die Hamas hat mindestens 4 Zentren und inwieweit die dann wirklich in Kairo sich zu Hause fühlen, sind alles so große Fragen, die nach einem Jahr nach Beginn der Aufstände sich noch nicht klären lassen. Das ist wahrscheinlich eine bisschen unbefriedigende Antwort, aber ich glaube, so ist die Situation in der Region gerade einfach. Zu Syrien, der Aufstand, das weißt du auch, begann in der Provinz, begann nicht in Damaskus. Also in Dara waren es eigentlich erstmal nur Schüler, 14-, 15-Jährige, die diesen Spruch, der in Tunis zum ersten Mal zu hören war, dann nach Kairo überflog, das Volk will den Sturz des Regimes an der Schulwand sprechen und damit sich der ins Gefängnis brachten und zum Teil ja auch geschlagen und geprügelt wurden. Ich glaube, dass sie diesen Spruch hingeschrieben haben, zeigt die Bedeutung von Al Jazeera al-Arabiya. Und zu deiner Frage, was hat die getrieben? Sie wurden getrieben davon zu sehen, dass Leute mit ähnlich wenig Perspektive wie sie selbst in Tunis in Ägypten es gewagt haben zu sagen, wir wollen Zukunft, wir wollen auch Freiheit, wir wollen Gerechtigkeit, Demokratie würde ich es nicht nennen. Das war der Auslöser für den Aufstand und der lebt, glaube ich, in diesen zivilen Komitees fort. Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass bewaffnete Gruppen, die eigentlich nur Machtinteressen haben oder sich bereichern wollen, diesen zivilen Kern des Aufstands an den Rand drängen. Und ich glaube, man kann sagen, der Bürgerkrieg hat bereits begonnen. Das ist nicht nur einer von Armee gegen bewaffnete Gruppen, sondern auch einer, der wahrscheinlich zwischen Alawiten und Sunniten Milizen, also Al-Qaida, tauchte vorige Woche erstmals auf. Wahrscheinlich ist der Al-Qaida oder wie auch immer der sunnitische Ableger sich nennt, mit dabei, so wie er in Libyen auch dabei war. Und es wird einfach immer unordentlicher werden in Syrien. Und ja, zwischen Milizen haben zivile Aufständische wenig Chance, sich durchzusetzen. Insofern ist es bewundernswert, dass immer noch jeden Tag Leute demonstrieren und sich niederknallen lassen. Es ist ja, vor dem Sommer waren es 5-6 Leute am Tag, die erschossen wurden. Jetzt sind die Totenzahlen bei 40-50 natürlich, weil es nicht nur Demonstrationen sind, wo Leute umkommen, sondern bewaffnete Auseinandersetzungen. Aber diese Unterstützung der zivilen Komitees und des zivilen Kerns der Opposition in Syrien ist, glaube ich, sehr wichtig, um zu verhindern, dass bewaffnete Gruppen sich am Ende, sollten sie Assads Regime bezwingen, die Posten aufteilen, wie es in Libyen ja eine Tendenz dazu gibt. Okay, danke schön. Wir sind ja schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Und zum Thema Ischinger gab es, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt nicht so das Bedürfnis der Referenten. Ich könnte ja vielleicht alternativ darauf verweisen, dass also auch die Kampagne Stop the Bomb, die zu Iran arbeitet, also eben zu diesem Statement von Ischinger eine Presseerklärung gegeben hat. Und auf die möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach verweisen, wer sich da darüber informieren will, was da vor der Münchner Sicherheitskonferenz lanciert wurde, dass nämlich eben der Leiter gesagt hat, so, wir müssen uns jetzt diesen Tabubruch müssen wir jetzt endlich tun und sagen, ja, man muss eigentlich mit der iranischen Atombombe leben. Dazu, wie gesagt, ein Statement auf der Webseite von Stop the Bomb. Ansonsten sind wir, wie gesagt, schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt aber auch noch sehr viele Themen, die nicht angesprochen wurden. Und wie gesagt, eine ganz kleine Runde mit kurzen Fragen, kurzen Antworten, vielleicht noch insgesamt 10 Minuten. Ich bitte, so viel Aufmerksamkeit noch zu haben, wenn es überhaupt noch Redebedarf gibt. Noch ganz kurz. Ein Beitrag, okay. Eine Frage nur. Noch einen Punkt.
Eine Frage noch zu den Drusen. Es gibt ja sowohl in Syrien als auch in Libanon, als auch in Israel drusische Bevölkerung in Bergregionen. Und in libanesischen Medien ist seit zwei Tagen die Rede davon, dass Kurdenbrigaden aus dem Iran schiitische Islamisten von der Mahdi-Armee aus Irak und Hezbollah in diese Gebiete reingehen, ganz massiv, und die Drusen unter Druck setzen. Und es gibt auf YouTube immer mehr Videos von drusischen Offizieren der syrischen Armee, die sich der Befreiungsbewegung anschließen. Das ist eine interessante Entwicklung. Weiß da irgendjemand was drüber? Danke. Im Dezember habe ich in Libanon den libanesischen Drusenführer Walid Jumblatt getroffen, der meinte, also der war ja, der hat diesen Machtwechsel von Saad Hariri zu der Hezbollah-gestützten Regierung ja eingeleitet durch seinen Richtungswechsel und hat sich dann auch mit Assad versöhnt, nachdem er ihn vor 5-6 Jahren noch als Affen bezeichnet hat. Und der war zum letzten Mal im Juni in Damaskus bei Assad und hat im Grunde mit Assad gebrochen. Also diese Berichte, dass die Drusen oder dass drusische Bevölkerungsschichten in Syrien sich dem Aufstand angeschlossen haben, weisen darauf hin, dass das jetzt passiert. Ja. Aber ja. Gut, ganz herzlichen Dank.